Jo Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Livestream. Herzlich willkommen. Hallo, hier ist wieder der Winktiger. Schon wieder cringe am Anfang. So Leute, herzlich willkommen heute wieder hier auf Real Life On, den einzig wahren Server. Und wir sind heute unterwegs als 107. 107 ist die Crew. Und wir sind heute hier. Sehen wir Gangster aus, Leute? Sehen wir Gangster aus? Ja, das tun wir. Heute wieder 107 im 7er BMW mit Balenciaga Hoodie, Goldkette, Adidas Pants und ganz wichtig, Leute, sieht man das? Ja, man sieht es ein bisschen. Seht ihr hier die Adidas Schlapfen? So muss das. Oder von Gucci oder was auch immer. Auf jeden Fall, die Schlapfen sind am Start. Louis Vuitton Brille, es muss. Es ist einfach der Flex heute angesagt, Leute. Fire Fantasy, danke für den Euro schon am Anfang. Sehr, ich kann leider erst morgen den Stream nach. Kannst du bitte 107 Hundebande und Julia S. grüßen? Grüße gehen raus an Julia S. und 107 Bande. Dankeschön. Ken Roofing, dankeschön auch für den Euro. Gehen jetzt mal, wir waren gerade dick einkaufen, oder wisst ihr was? Ich schlag mir jetzt mal kurz die Bäuche an. Und schlag mir jetzt mal die Bäuche an und dann werden wir mal kurz noch einkaufen gehen. Kennt ihr das, Leute? Fett einkaufen gehen, aufessen und nochmal einkaufen gehen. Das ist der Lifestyle. So. Jetzt noch ein Wasser, ein Schlückchen. So muss das. Leute, ist bei euch alles gut? Ist bei euch alles gut? Berlin, alles klar oder was? Würde Ben jetzt sagen in dem Moment so, ich hab das gerade nicht gehört, ne? Ich hab das, na wie würde er sagen, ich hab das gerade nicht gehört. Ich liebe den Berliner Akzent einfach, Leute. Ich liebe den. Der ist Weltklasse. Der ist einfach Weltspitze. Hey Moritz, Dankeschön für 99 Cent. Und dann haben wir noch den MC Alpha. Er wird einfach hier VIP. Herzlich willkommen. Du kriegst gleich eine epische Einblende hier. Weil ich gehe jetzt noch den Beamer tanken. Noch den Beamer hier tanken. Erstmal Türe. Oh mein Gott, Leute. Es war gerade knapp. Es ist sich ganz knapp ausgegangen. Und der erste Schritt als 107er ist Waffen kaufen. Ganz ehrlich, Waffen kaufen ist das erste, was man als 107er macht. So, und das werden wir gleich erledigen. Fahren wir aber illegal rüber. Oder was sagt ihr, by the way, zum Beamer? 7er BMW, 107 Kennzeichen, damit wir auch authentisch sind. So, wir fahren mal rüber zum Waffenladen, Leute. Rote Ampel sind uns natürlich scheißegal, so wie immer. Vor allem als 107er gibt es keine Regeln. Und danke Leute, da nachfragen. Bei mir ist auch alles gut. Dankeschön. Dankeschön. So, Dale, so, Dale, so, Dale. Warte mal, ich glaube, lass mich kurz checken, Leute. Ich glaube, ich habe noch den ultra langsamen Modus drin. Das tut mir auf jeden Fall leid, wenn es noch so ist. Wartet mal. Scheiße. Vergesst es immer. So. Ich muss immer nach dem Stream umstellen. So, 30 Sekunden für euch jetzt. Damit ihr nicht mehr so lange warten müsst. Ich denke mir so, der Chat ist so langsam. So. Sollte normal umgestellt sein jetzt. Fertig. Weg. Zack. Rein damit. Jetzt sollte er drin sein, Leute. Feedback? Passt alles, oder? Was? What? Holy shit, Bruder. Warte mal, ich lese mal. Marcel Hartwig. 25. Was? 25 Euro. Der spinnt ja. Mal was Kleines für den Anfang. Viel Spaß wird. Was Kleines? 25 Euro. Ich. Danke, Bruder. Danke. Herz in den Chat für ihn. Herz in den Chat. Oder einen verwirrten Andel. Sucht mal ein Emoji, was mich beschreiben wird, Leute. Das haut ihr in den Chat hinein. Das wäre eine gute Idee. So. Okay, alright. Wir gehen mal Waffen kaufen. Nicht irgendwelche. Wir besorgen uns gleich richtig. Ja, wir haben genug Cash. Ich wollte gerade sagen. Aha. Beware of the dog. Okay, wir müssen Foxyren aufpassen. Alles klar. Ah, der will mich hier zerfleischen. Kommt dann aber der Tiger. Oh.
Was holen wir uns denn Schönes? Ich hätte mal gerne eine SMG. Die ist Gangster. Ich hätte halt alles gern, was ich irgendwie so... Und eine Pistol. Ach, eine... Oder eine Uzi. Und dann hätte ich noch gerne eine AP-Pistole. Haben die? Pistole. Vintage Mark. Eine AP-Pistole, die ist nämlich geil. Lock 18, Kampf ist. Kacke, wurscht. Nehmen wir uns die mal mit. Okay, die MP kann man nicht verwenden. Das heißt, die lasse ich gleich wieder fallen. Ich will keine Waffe, die ich am Rücken tragen muss. Ich will die so pullen können, weil sonst kann ich nicht. Sonst kann ich nämlich nicht. Reloaden die Waffen mal. Reloaded, perfekt. Ein Tiger und ein Pferd. Ein Pferd? Wieso? Warum bin ich ein Pferd? Hör ich aus wie Ronaldinho oder so? Also das ist jetzt wirklich... Aber nochmal zu Marcel zurück. Vielen, vielen Dank, lieber Marcel. Dann haben wir da unten noch Hey Moritz 3.0. Danke für 99 Cent. Und Lieutenant Rocky. Herzlich willkommen bei den VIPs. So, Leute, wir haben uns mal eine Uzi besorgt. Späteres, schwereres kommt dann für später. Falls wir dann noch sagen wollen, okay, ja, wir brauchen ein bisschen mehr Feuerkraft, dann können wir uns das ja auch noch irgendwie da einreden lassen, ne? Sind auf jeden Fall mit dem Kennzeichen allein schon sehr gefragt in der City. Vielleicht bauen wir uns auch noch eine Unterbodenbeleuchtung ein. Mal schauen, Leute, mal schauen. Moment, reicht der Beamer so? Will euch denn sowieso mal zeigen. Wir stellen uns da hin. Mein Platz. Auch nicht so. Guck mal, Leute, das ist der Flex. Dieser Wagen hier ist der Flex einfach. 7er BMW. Mit BBS-Felgen natürlich. Die ganzen VIPs hier. Holy shit. Wo kommt ihr alle her? Herzlich willkommen, Christian Offermann, SC Freiburg, C107. Dankeschön. Und Daniel Lay, herzlich willkommen. Ehrenmänner. Makari sind es noch immer 300 Sekunden, das kann ja nicht sein, oder? Der Scheiß-Chat sich nicht umgestellt, sonst bin ich jetzt matt. Bin jetzt echt matt auf den Chat. Matt sind noch immer. Hat das nicht übernommen? Chat, du stinkst. Du stinkst richtig, jetzt. Dankeschön, Chat. Ein herzliches Dankeschön. Mein Gott. Der Chat stinkt, Leute. So schaut's aus. So, Leute, schaut mal hier. Tieferlegung auf Maximum. Guckt euch das mal an. 107er Kennzeichen in weiß, schwarzes Dach. Muss so. Braune Innenausstattung, weil ich finde einfach, braune Innenausstattung ist einfach Gangster. Muss so sein. Hier innen auch auf Wohnzimmer angelehnt. Schaut mal. Kacke. Auf jeden Fall, wir haben ja auch Fernseher drin. Mittelkonsole bedienbar. Alles vom Feinsten. So, jetzt ist aber weg. Jetzt ist aber weg. Der hat es vorher gesponnen. Alter 7er. Aber das ist... Rudi, das ist Gangster. Und schaut mal meinen Charakter an. So ein Baba. Schaut einfach wirklich aus, so richtig so... Oh Bruder, lass kommen, Drogen. Ich glaube, wir werden heute auch mal was mit Drogen zu tun haben. Denn wir sind 107. Gut. Wir schauen mal, was hier so abgeht. Wir werden uns mal ein bisschen in der Stadt schlau machen. Wir gehen jetzt mal ein bisschen eine Runde flexen, Leute. Und ihr seid mit dabei. 107 ist der 107 ist der Flex Real. Wir gehen mal... Leute, wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir gehen mal ins Autohaus. Wir fahren jetzt mal ins Autohaus. Schauen wir mal, ob da was los ist. Schneid mir nicht den Weg, ey. Autohaus ist immer was los, habe ich gehört. Ja, du Pisser. Wir sind heute wieder asozial unterwegs. Wie ihr schon wisst, wir gehören zu 1 zu 7. Gehört dazu. Wir haben jetzt hier einen Driftjob. I take you to a candy shop. I let you lick the Wallipop. Hab ich gerade Wallipop gesagt? Hallo, hallo, hallo. Ja?
5-Sekunden-Regel. Was ist da los? Ey, wir haben jetzt schon angehalten, oder was? Was ist das? Was ja, ist? Sie fahren da mal. Nächste Möglichkeit, fahren Sie rechts ran. Warum? Ich habe nichts gemacht. Ich sag's Ihnen gleich, was gemacht haben. Ich hab nichts gemacht, Alter, Herr Bob, Alter, was ist das? Oh Bruder, entspann doch mal deinen Riemen, Alter. Ich hab nichts getan. Jetzt krieg ich schon auf den Poppes, Leute. Warum? Bruder, was geht? Ja. Ja, grüß Gott. Ich hab gar nicht gewusst, dass ich einen Bruder habe. Alles frisch und fresh? Na, ihr Auto fresh ist ziemlich dreckig, frisch. Ehrlich gesagt. Nix dreckig. War erst Waschstraße drüben. Na, also bei mir hat es jede Menge dreckige Flecken von der Waschstraße. Nee, kann nicht sein, kann nicht sein. Doch. Nichtsdestotrotz, ich bräuchte mal einen Führerschein. Grund der Anhaltung ist, sie haben die Reifen durchdrehen lassen und sind bei der letzten Ampel bei Rot drüber gefahren. Oder kennst du 5-Sekunden-Regel? Kennst du? Ja. Das ja, heißt, Bruder. Wenn ich sie in den nächsten 5 Sekunden nicht festnehme, wenn sie... Ja, Bruder, Alter, 5-Sekunden-Regel, wenn 5 Sekunden an roter Ampel nichts ist, Bruder, darf ich drüber fahren, aber sowas von. Wenn Sie mal eine Baumschule oder rechte Fenster runterlassen. Ne, nix Baumschule, wir sind hier im Ghetto. Sind hier auf der Straße, Mann. Nein, nein, Sie sind hier in Beverly Hills, das ist eine anständige Gegend. Was ja anständig hier. Ghetto-Gangster, wir sind nichts verloren. Bruder, ich steig noch auf hier, ich werd hier noch in den Hills oben hier. Ja? Ja, vielleicht auf irgendeinem Spiel, so GTA oder sowas, aber im Real Life nicht. Da kriegst du meinen Führerschein, ausnahmsweise. Herr Konda. Sie sind aber nicht von LA. Das ist kein typisch amerikanischer Name. Merk dir den Namen. Bruder, ich komme aus der Bronx. Ja, bin auf der Straße groß geworden. Guck mir jetzt an hier. Diemer BMW. Ja? Ja, du mit deinem Ford hier hinten. Damit ich sie besser angucken kann. Warum jetzt aussteigen? Habe ich getan. Ja, damit ich sie besser an. Ich muss mir ja ihr Gesicht merken, wenn sie so groß rauskommen. Oh Bruder, was ist denn das? Gehen wir mal am Gehsteig. Ja, Coca-Cola. Ey, was ist mit. So, und jetzt. Und ich werde hier angehalten, oder was? Habt ihr das gesehen? Ja. Habt ihr das gesehen? Kollege, das geht du, nicht. Du kannst dich um den kümmern, ich kümmere mich um den Coca-Cola da. Was? Andelkonda. Okay. Ja. Badeschlapfen-Warrior. Boah, die sind von... Erste Hilfe mit. Zeig hier nicht drauf, die sind von Gucci. Die sind von Gucci. Ja. No name Gucci. Willst du mir gerade sagen, ich war Türkei oder was? Nein. Aber ich bräuchte trotzdem mal Erste Hilfe. Ich bräuchte mal ein Reparaturset. Du brauchst von mir ein Reparaturset oder was? Das müssen sie mitführen. Aber das haben sie wahrscheinlich in der Baumschule auch nicht gelernt. Ich habe eins. Soll ich dir geben? Soll ich dir zeigen? Ich lasse da hinten eins fallen. Warte mal. Lass das fallen. Ja, Bruder. Kannst du gucken. Ja? Siehst du? Ja, Reparaturset. Jetzt noch das Erste Hilfe und ich bin zufrieden. Ja? Können Sie es nicht aufheben wahrscheinlich, weil es zu schwer ist. Da? Ah, danke. Ich mit? Ja, Sie können es wieder aufheben. Beide Sachen. Weil meine Brillen sind gerade angeschlagen. Warte mal, ich muss suchen. Wo bist du hin? Ja, super. Ja. So. Bezüglich dem Reifen durchdrehen und bezüglich der roten Ampel da hinten, da kriegen sie eine kleine Strafe. Die rote Ampel war, ich schwöre, es gibt hier, musst du ins Gesetzbuch schauen, 5-Sekunden-Regel. Ich schwöre auf alles. Ja. Sie dürfen nach kalifornischem Recht rechts abbiegen, wenn sie vorher angehalten haben. Ja, aber auch geradeaus und links, wenn man 5 Sekunden an rote Ampel steht, dann darf man auch drüber fahren, wenn man wartet und nichts ist. Ich schwöre. Ja. Also, wenn Sie es wissen, dann würde ich an Ihrer Stelle Polizist werden. Aber Sie sind es nicht und deswegen habe ich recht. Ja,
Was ist das, Lan? So. Ja, da könnte ich hier gerade zum dem Posten hier pissen. Was ist das denn? Nein, sie pissen dann nicht an diese Uhr. So. Wäre ich jetzt aber hier. Wäre ich ganz rollig. Aber ist egal, Lan, ich zahle dir das leicht. Ja, komm, warte ja, hier. Willst du in Scheine? Willst du in Scheine? Ja, geben Sie es mir bitte in Bar. Ich habe die Strafe extra niedriger angesetzt, damit Sie sich richtige Gucci-Schlapfen kaufen können. Die sind echt, Bruder, ich schwöre dir. Hier aus Beverly Hills. Natürlich. Ja, absolut. Und die Adidas-Hose ist sicher auch original. Der Bulli? Vom Kirtag. Schau mal, der Bulli. Ja, das ist von Balenciaga. Die Goldkette ist echt. Aha. 24 Karat. Das ist. Ja? Das ist doch eine Frauenkleidung, Kleidermarke, oder? Was für Frauen? Frauen sind das Gegenteil von dem, was wir beide sind. Also hat hier Bart im Gesicht und lange Haare wie Frau. Bist du jetzt von mir? Das nennt man Trendsetter. So, aber Sie können jetzt eigentlich weiterfahren und Ihr Auto waschen, weil das ist noch immer ziemlich dreckig. Ich wünsche noch alles Gute, Herr Coca-Cola. Nenn mich nicht so. Merkt ihr mein Gesicht? Ja, Herr Coca-Cola. Ja, merkt ihr mein Gesicht? Schon, Herr Coca-Cola. Wiedersehen. Und schon wieder die Reifen durchdrehen. Unbelehrbar, hä? Was los, Lan? Musik ist am Pumpen. Unbelehrbar. Oh, guck, Bruder, 5-Sekunden-Regel. Es ist wirklich 5-Sekunden-Regel. Ich hab dir doch gesagt, dass es 5-Sekunden-Regel gibt. Ich schwör, frag Heinz Fischer. Ich schwör, frag Heinz Fischer. Oder Angelo Merte. Frag die, Alter. Ruf an. Ruf an, Angelo Merte, Heinz Fischer, alle. Ich kenne sie. Wir sind hier aber in Amerika und hier ist das Gesetz von Donald Trump. Was für Donald, wenn Alter. Trump sagt, Alter, ich war gerade vorher. Was für Donald? Sagt, ich war gerade vorher bei McDonald's, Alter. Ruf Angelo Merte an, die hat gesagt, es geht so. Ey, was ist denn? Angelo Merte hat ja nichts zu melden. Ey, willst du mich hier gerade verarschen? Weiter. Da, jetzt ist grün. Jetzt ist weiter. Grün, fahr's weiter. Wiederschauen. Was für Angelo Merte? Was für McDonald? Ich war gerade drüben bei McDonald. Alter, was für Donald? Ich war gerade drüben bei McDonald. Leute, lasst dafür schon einmal ein Like da. Scheiße. Warte mal, ich fahr jetzt da mitten in den Showroom rein, warte mal. Ich mach das jetzt auch mal. Aus dem Weg hier, Lan. So, jetzt. Okay. Was ist los, Bruder? Was meinst du? Servus, guten Tag. Kann man hier kaufen oder was hier, ne? Ja? Was ist das denn hier für ein Laden, Alter? Was habt denn ihr hier? Was ist das für? Entschuldigung. Was habt denn ihr hier? Erstens, die Kundenparkplätze sind draußen und zweitens, ich bediene gerade. Wo ich will, Alter. Guck dir mal das Schiff hier an, ey. Was sind das hier für ein Laden, Alter? Hab man da hier Brötchen, Lebkuchen? Hier was? Kann ich hier was für meine Mutter kaufen? Die Dienstreise oder was? Kann ich hier was für meine Mutter kaufen? Der Herr, würden Sie bitte ganz kurz draußen warten, ja? Vielen Dank. Draußen warten? Ich stehe hier drin. Ja, eben das meint, deswegen meine ich. Was wird denn das hier? Ja? Macht ihr Geschäfte oder was hier? Coca-Blätter oder was für Verkaufsgespräch? Ja. So, Miles. Also, Budget für das. Komm mal mit, wir gehen mal kurz ins Büro. Was für kein Budget, Land? Die Kette ist echt Gold. Ja, und der Bulli ist von Balenciaga. Was für Budget nicht? Abu Balde, ich schwör's dir. Zeig dir noch. Hallo, das hier ist Firmengelände, ne? Also bitte, danke. Was, das ist Firma? Ich hab gedacht, das ist kleines Kaffeehaus.
Ey, das ist doch keine Firma, guck dir das mal an hier, du Kaspar. Oh Gott. Eieieiei. Was mit dir, Lan? Kotzen gehen. Mal kotzen kannst du drüben im Busch hier, ne? Aber nicht in Café aus. Das ist jetzt mein Café. Mach mal hier Shisha auf, ey. Was ist das denn für eine Dreckschleuder hier? Was ist das für ein Karren? Ja, würde ich auch machen, Fenster einschlagen an deiner Stelle. Also so eine Kacke hier. Ja, guckst du. Ja, das kannst du nicht, gell? Was kann ich nicht, Lan? Was kann ich nicht? Bruder, Alter, ich sag dir was. Mit deiner Freundin hüpf ich so im Bett, Alter. So wie du mit deinem Auto, Alter. Jetzt hau ab, bloß ab, Alter. Ja? Bruder, nur Verrückte hier. Aber trotzdem, den Fehler hat er ja trotzdem. Wo kann man hier Kaffee trinken? Ja, warte mal. Das Café full. Entschuldigen Sie bitte, gehört, hier ich habe gesagt, Café. Sie sollen draußen warten. Hier ist hier kein Shisha-Café. Gehen Sie bitte raus. Wo bin ich hier? Wenn ich Sie jetzt nochmal hier drin erwische, dann verweise ich Sie des Hauses. Was ist das, Lan? So, Entschuldigung. Da, genau, der kommt da raus. Was ist das mit... Der hat ey, die geben mir nicht. Ey, die geben mir nicht Kaffee in Shisha-Café da drin, Alter. Was ist mit denen, Lan? Ich glaube, der. Ja, in Kalifornien ist auch verboten, dass sie rauchen dürfen in Geschäften. In Kalifornien ist Rauchen fast überall verboten. Das heißt, Kaffee, das heißt, Rauch von heißem Kaffee ist auch verboten, oder was? Ich wollte hier gerade nur Kaffee. Ja, da vorne gibt es einen Chuckenbell, oder wie das heißt, da können sie gerne einen Kaffee holen. Also was ist das hier? Es gibt auch eine schöne neue Bar, da können sie auch was holen. Was ist das hier, Lan? Ich glaube, der ist von irgendwo geflüchtet. Du Talent Rocky, danke für 5 Euro. Hey Brudi, was geht? Alles, was Beine hat, kannst du mich grüßen? Ich wurde noch nie gegrüßt, das würde ich mich sehr freuen. Du Talent Rocky, liebe Grüße. Dankeschön. Und ja, ich bin gerade nicht mit Kurt, das mache ich nach dem Stream dann. Skyo, danke für 2 Euro. Sympathischer Bur, mach weiter so, VAC, ole. Dankeschön, Skyo, dankeschön. Sympathisch. Das höre ich ganz selten. Sorry. Und Branimir BGT-Fall. Dankeschön. Was? Bruder, was? So, daher, jetzt habe ich Zeit für Sie. Was ist mit meinem Kaffee, Bruder? Ja? Wir bieten hier leider keinen Kaffee an. Was habt ihr für Autos? Ja, was habt ihr für Autos? Ein Autohaus? Ja, was habt ihr hier für Öfen? Zeig mal ja hier die Polenta. Was ist denn ihr Budget? Oder Budget ist mir scheißegal. Guck mich an, ey. Ja, genau, deswegen frage ich ja. Ja, Bruder, Alter. Open Office, Alter. Ja? Alles klar. Worauf stehen sie denn? Sportlich? Bruder, soll ich dir sagen, worauf ich stehe? Soll ich dir sagen, worauf ich stehe? Hier auf diesem Boden stehe ich, ja? Dann. Oh, was ist das hier für Kundenservice? Ich hab gedacht, der berät mich hier, oder was zu mir passt. Was ist das? Ja, passen Sie auf, dann hau ich jetzt mal einen Vogel raus. Sie sagen mir, ob das für Sie in Ordnung ist oder nicht. Brauchst du mir einen Vogel raus? Was ist das hier? Was Lamborghini, Alter? Das fährt mein Bruder, Alter, und der ist... Nee. Gut. Wie schaut's mit Ferrari aus? Jetzt komm mal mit dir, du Kaspar. Ja, komm mal jetzt hier. Zeig dir mal. Bitte. Das ist ein Auto, ja? Das ist ein Auto hier. Guck dir das an. BBS-Felgen, weißer BMW und hier. Guck dir mal die Innenausstattung, Alter. Ja? Ja, kenne ich. Echte brasilianische Hochlandrind, Alter, ist das, ja? Dann, so. Also, okay. Dann hauen wir dann. Ja, weißt du, okay, wie viel, meinen, weißt du, wie viel der Tuning kostet? Weißt du das, Lan? 1,5 Millionen, ja, wie gesagt, ich hab den auch. Der da draußen ist meiner hier. Ja, was, ja, also, was für Budget? So, alles klar. Ey, das sieht doch aus wie aus Mickey Mouse Heft. Was ist denn das? Ey, das ist doch kein Auto. Ist das Auto oder ist das Zustand? Wo soll ich hier meine Habubs mitnehmen nach Shisha-Café? Mich eigentlich verarschen oder was? Gut. Wie wär's denn mit was ganz Hochpreisigem?
Boah, Bruder, da kommen wir. Boah, was ist denn das, Lan? Boah, ist das fresh. Ist das auch echte brasilianische Hochlandrindtier? Ist das der? Mexikanisch. Boah, Mexiko ist billig, Alter. Ja, mexikanisches Bullenräder. Also, es ist auch nicht ohne. Handbearbeitet, handgegerbt. Oder es kann gar nichts. Macht denn der Arzt hier, Alter? Kommt er dich holen oder was, du Kaspar? Ja, keine Ahnung. Was ist das hier lang? Hallo, Hendrik. Was ist das hier? Warum ist Arzt jetzt hier oder ich was? Ich bin grad im Verkaufsgespräch. Kannst du später nochmal kommen? Keine Sorge, ich geh schon wieder. Da kommt alles hier wieder klar. Nur die Mädels abchecken oder was hier der Arzt? Ja, ja, ja. Wollt schon wieder hier alles. Ja, sieht nach dem Rechten. Das hat schon alles seinen Grund so. Das passt schon. Also, was meinen Sie denn? Ja, ist schon frisch. Ja? Ja, kann man mal, ja, kann man mal hier mal die Häuser driften oder was hier mit dem Hobel, ey. Das ist schon geil. Ja, driften nicht, aber eine Ausfahrt können wir gerne machen. Das ja, ist wie nix Thema. Driften, ey. Der muss schon driften können. Was ist mit den Homies, Alter, wenn ich hier Donuts ziehe hier vor mir an der Ecke? Ja, das können sie dann machen, wenn sie ihn gekauft haben. Aber mit unseren Probefahrtfahrzeugen ist das leider nicht möglich. Komm, Bruder, jetzt fahren wir mal eine Runde um den Block hier, Alter. Ja, Wahnsinn, bevor wir überhaupt Probefahrt machen, ich brauche einen Liquiditätsnachweis. Was guckt denn der so? Hat der mich gerade blöd angemacht hier draußen, oder was? Guckt nicht so. Wollen Sie jetzt ein Auto kaufen oder nicht? Kommen Sie, wir machen eine Probefahrt. So, Sie haben gesagt, Probefahrt mit dem Rolls-Royce, dann bräuchte ich aber bitte einen Liquiditätsnachweis. Was für Liquidität, Alter? Liquid habe ich hinten im Auto. Was brauchst du für Sorte, Bruder? Für E-Shisha. Ich habe alle möglichen Liquids. Können wir mal hier reingucken? Brauchst ich du möchte nicht wissen, Tropical ob Sie Geld Fruit, haben oder nicht. Traube, Minze oder was? Was brauchen Sie? Was braucht man hier? Ein Liquid? Nachweis, dass Sie Geld haben. Was für Geld, Alter? Liquid. Du hast doch gerade zu mir gesagt, Liquid. Liquidität. Ja. Was ist das, Land? Ob Sie Kohle haben. Ja, Kohle, Alter. Kohle ist daheim im Ofen, Alter. Ey, Brudi, hast du Geld oder nicht? Achso, du meinst Para. Bruder, du fragst, natürlich. Ob ich Para hab. Ich sag mir, was der Beamer hier kostet. Natürlich habe ich Para. Gut. Dann brauche ich es einmal. Ich möchte einmal sehen, dass es möglich ist. 700.000 heute im Sonderangebot. Was für 700.000 die? Einmal was für zu die? Mir, was für den? Zurück. Für den Eierkarton hier 700.000. Selbstverständlich für exklusive Kunden, exklusive Preise. Ich bin schon mit dem Preis runtergegangen. Hey, das zahle ich nicht. Ja, wir können mit Sicherheit, wenn er Ihnen gefällt, wir können doch mal gern drüber reden, aber das ist halt aktuell ausgeschriebene Liste, ne? Jetzt lass mich mal hier Probe fahren, Land, Alter. Bevor ich hier Para auspacke, hier gehen wir mal hier fahren. Ja, ja, dann zeig mal Kohle und dann können was wir das. Was für machen. Kohle? Ich habe jetzt 700.000 nicht hier in der Tasche, oder was? Da platzt mir doch die Adidas da unten. Das riecht mir doch nach den Schuhen unten aus, Alter. Am besten, Kofferraum ist groß genug, dann am besten nochmal mit den 700.000 herkommen. Ey, ich will deinen Wagen doch. Was ist denn das hier, Lan, ey? Ja, so läuft sie halt, das ist Geschäftsanweisung. Tut mir leid. Wer ist denn hier kann der Chef? Keine Ausnahme machen. Wer ist denn hier der Chef? Das ist der Herr Conda. Was für. Sag mal, was für Conda, Alter. Was ist denn das für ein. Ey. Nee, also wer so. Also, nee. Weißt du was? Ich hole jetzt. Ja, ich hole das Para, ne? Und den Wagen, ja, den kriege ich dann, ja? Ja! Ja! Ich will den Wagen aber eh nicht kaufen. Ich fahre ihn jetzt einfach nur zu Schrott. Nein, Schrott. Leute, ich pack's nicht mehr. Ich muss mich das so zusammenreißen, Leute, dass ich hier nicht irgendwie umkomme. Gott, ich flieg fast um. Ich mach wieder mal das Fenster hoch. Scheiß mich an. So, Leute. Branimir BGTV, Dankeschön für 1 Euro. Abwatsche 107, danke für 2 Euro. Und dann noch Marcel Hartwig nochmal 25 Euro. I'm sorry, hab heute gute Laune. Gönn dir eine schöne Pizza Hawaii. Dankeschön, lieber Ben. Mit deinen 25 Euro lade ich meine Freunde auch noch rein. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Echter Ehrenmann. Wann kommt wieder Rentner? Wird auch bald kommen, Leute.
Kann ich wieder schön meine Stimme zusammenmädeln. Mal gleich auf den Bordstein hinstellen. Ich kann jetzt hier nicht die Bank. Oder das ist mein Kontostand hier. Ich gebe für den Money. Someone else. Ich will es nicht. Ich will. Ah, der Withdraw. Gut. Wie viel brauchen wir? 700k? So, jetzt gehe ich zu dem Kasper mal hier hin flexen. Leute, nicht vom Bett fallen, weil da habe ich schon gesehen hier nicht vom Bett fallen vor lauter Lachen. Nee, Leute, tut euch nicht weh. Millionär, Millionär, Millionär. Die ganze Stadt hört das. Wir singen alle hier im Chor, Alter. Ich nerv den jetzt damit, ob er mich nicht kennt. Direkt wieder reinmädeln dort. Millionär, Millionär, Millionär. Boah, hört das Lied, Alter. Pumpt durch die Nacht hier. Okay, alles klar, ich geh wieder rein, ne? Oh Bruder, ach, du willst Bruder, du willst Para sehen. Ich hab Para mit, aber ordentliche Zaster. Ja? Ja, super. Dann hast du hier gleich mal knallt bitte. Hier. Was zu ja, zeigen? Klar. Soll ich dir hier auf den Tisch legen oder was? Hier alles frisch in Scheine oder ja, was? Ja, einmal zu mir und dann geht's wieder zurück und dann können wir die Probefahrt machen. Ja, Bruder, Alter, schaut, gib ich dir. Ja, aber ich will, super, dass, alles dass klar. Wenn du es mir nicht zurückgibst, Alter, ich schwöre, ich rasiere dir Glatze, ne? Und ich... Ja, ja, dann bleiben sie da. Und hör mir sie mal wieder. Zu. Hör mir mal zu. Wieder. Hör mir mal. Ich weiß, wo dein Haus wohnt. Ja? Ja, alles gut, alles gut. Und ich weiß auch, wo dein Bett schläft. Ja? Ja, das weiß ich Gott sei Dank auch. Aber ich will jetzt Probefahrt so, machen. Schön. Ja? Jawohl, bevor wir Probefahrt machen, nur als Hinweis, wenn geblitzt wird oder irgendwas... Und zahlst du, Schaden, Bruder. Ne? Ist klar. Ja, ich glaube nicht. Das Auto ist versichert bis zu einem gewissen Maße, das ist kein Thema, aber bitte nicht übertreiben. Was ist das denn hier für ein Kennzeichen? Ja, können sie einfach wegmachen, das machen wir gleich weg, das ist kein Thema. Oh Bruder, der Schall hat hier, der drückt aber. Boah. Kann der auch trifft? Oder kann auch ja, geht wunderbar mit dem Auto. Ja, aber bitte nicht übertreiben, ne? Weil, wie gesagt, das ist ein Probefahrtwagen, ne? Mit ihrem können sie das gerne machen. Also ich habe gerade 700.000 Euro bezahlt. Ja, boah, sie haben das Geld ja wiederbekommen, ne? Ich zeig dir jetzt mal, wo richtig geil hier. Ich zeig dir jetzt mal, wo man richtig hier flext. Komm, mach mal auf hier. Ja? Ich zeig dir jetzt mal, wo man hier richtig mal Party machen kann hier. Guck dir das mal an hier. Ja? Ah, nicht schlecht. Da hinten im Garten, Alter, da ist der Hasen, Alter. Auf Hasenjagd hier gehen. Ich muss nur gerade hier rausfinden, wie ich hinterkomme. Ja? Guck mal, da alles voll hier. Ja, hier? Alter, ja, da ist ja nicht da. Schlecht, doch. Ey, da gegen mich, Alter, ist der Playboy, Alter, das ist. Ja? Ja, ein schönes Anwesen. Soll ich ausprobieren, ob ich den Wagen hier drin parken kann, hier in der Lagune? Kann man das machen hier? Ja, nee, lieber nicht. Kann der schwimmen? Ja, dann zahlen sie den Wagen aber. Egal, ja, gar nichts. Ihnen gehört oder nicht. Ja, dann ist die Probefahrt jetzt beendet. Dann steigen sie bitte aus. Bruder, Alter, ich muss noch zu Ali. Muss zu Ali noch ins Shisha-Café. Muss dann auch noch flexen. Dann gerne mit ja, warte mal, ich muss noch kurz, kurz anrufen. War jetzt zu kurz. Heb doch ab! So hebt er nicht ab! Ey!
Was zu ihm flexen. Warum hebt er nicht ab? Kacke! Was soll denn das? Ich noch einmal an. Warum hebt er nicht ab? Das ist gerade wichtig. Geht hier um was. Boah, Walla, warte mal kurz hier. Warte mal. Ja, ja. Zeig jetzt mal was hier. Ich mach den Wagen jetzt mal hier ein bisschen frisch. Das ist doch kein Auto. Entschuldigung, das können Sie mit Ihrem machen, aber mit dem hier nicht. Ich zeig dir jetzt mal was hier dann, Alter. Ich hab Ali gesagt, Alter, dieses Monat noch 10 Lackierungen auf seinen Nacken, Alter. Zeig ich dir mal was hier. Hallo? Warte mal jetzt hier. Tut mir leid, aber das ist... Wenn Sie bitte aussteigen? Jetzt? Oder steig ein hier in mein Barbie-Girl, Alter. Steigen Sie bitte aus dem Wagen aus. Denn, okay, die Lackierung zahlen Sie. Ja, habe ich gerade gezahlt, Land. Jetzt komm, jetzt steig ein. Ja, die Umlackierung zahlen Sie wieder. Das ist alles gut. Ja, jetzt habe ich mein Barbie-Mobil und auf Beifahrersitz habe ich auch Barbie mit. Oh, dieses Walla, ich schwör. So muss das. Der Arzt noch dort, Alter, ich frag den jetzt. Das ist frisch. Den flex ich jetzt weg davon. Was ist das, Lan? Das ist doch kein Auto hier. Ey, fahr mir aus dem Weg, Alter. Was? Wo denkst du, du kannst mich hier wegflexen oder was hier? Da hast du Land gewinnt. Ah, ich hab wieder. Ja, ich krieg weg. Gott, Alter. Halt jetzt wohl den Ball flach. Ich zu flex. Viel Hello Kitty gebadet oder was? Nee, ich hab gedacht, ja, Bruder, ich fahr mit Barbie-Mobil, mit Barbie aber am Beifahrersitz hier. Da, Lan. Ja, nice. Und da schaust du, ne? Ja, da machst du Auge, ne? Hast du ja hinten noch Platz, oder? Kann ich hier zu Barbie noch in Shisha-Café. Alter, Leute, wieso taugt mir die Rolle so? Wieso fühle ich die? Wieso fühle ich die Rolle einfach gerade so? Leute, kein Metagaming. Ich... So. Da stellen wir hier einen Nobel. Kurz Moment, ich werde angerufen. Du gehst jetzt nicht ran. Du bist jetzt hier. Jetzt hast du Kratzer in die Tür reingemacht. Warte jetzt. So. Bin wieder für Sie da. Jetzt hast du hier Kratzer in die Beifahrertür reingemacht, in meinen pinken Lack oder was hier? Ja, das macht nichts. Wir parken den wieder ein und es ist gut. Ey, bei euch kaufe ich kein Auto. Ach, ist in Ordnung, dann halt nicht. Das ist Ihre Entscheidung. Was ist jetzt mit meinem Cash? Ihnen geht halt was. Was mit meinem Para? Ja, haben Sie ja wiederbekommen. Da fehlt aber noch was. Also wie ja? gesagt... Da fehlen noch... Da fehlt garantiert nichts. Ja, da fehlen noch 100k. Ja, ich glaube auch. Ich genau. Will die 100k jetzt zurück. Welche 100k? Ich habe Ihnen die 700.000 wieder gegeben. Du hast mir 600.000 gegeben. Ich will mein Geld zurück. Ich habe Ihnen die 700.000 geklärt. Ich will mein Geld zurück. Moment. Ja? Also wenn Sie der Meinung jetzt sind, hier betrügen zu müssen, ne? Dann können wir ganz schnell die Polizei rufen. Die ist schon da, Lan. Was guckst du so? Die ist schon ja, da. Ja, perfekt. Dann gehen Sie doch bitte ja? mit raus. Dann soll die das klären. Ja, ich komme mit raus. Ja? Ein Susim ist die Gang, Alter! Nein, schön. Jetzt fahr ich aufs Parkhausrad. Wann darfst du mich da finden? Ja, moin. Der Sima flext aber richtig hart, Leute, gell? Also der ist nichts für schwache Flexer. Der ist, wenn dann, nur für richtige Flexer. Ich hoffe, die Polizei mich findet. Alter, Leute, ich fühle diese 1-7er-Rolle einfach so. Ich weiß nicht, warum. Aber mir gefällt's. Gefällt's euch auch, Leute?
Schreibt mal rein, ob es euch auch gefällt. Hör mich mal hinten an. Reflex der den Geiten? Ne, meiner ist schöner. Guck mal, mein Beamer ist viel schöner als den seiner. Ich muss jetzt mal hier meinen Bruder anrufen. Da hebt ihr nicht ab. Ist der noch immer nicht frei? Aber schläft er noch bei seiner Freundin oder was? Ey, ich mag das nicht, wenn der nicht mal. Ey, wenn der bei seiner Freundin ist, der hat nichts zum Sagen, Alter. Der Bruder hat seit neuestem meine Freundin und jetzt ist es aus. Jetzt ist komplett Meier. Ich schwör's euch. Der hat eine Freundin und. Jetzt hat der so. Jetzt macht er. Die macht mit ihm so. Ja, so hat die ihn. Ihr wisst, was ich meine. Aber so. So. War jetzt mal rüber hier zu irgendwelchen Schnapsaffen. Wo haben wir denn hier welche? Das ist doch wirklich. Ich geh mal. Gute Idee, Leute. Laden, ich geh mir jetzt mal hier Geld einzahlen hier. Ja. Darf hier parken. Was hier, Kater? Hast du hier hingeschissen oder was hier? Oder warum rennst du so, als ob du hier Verstopfung hast hier? Mann, ich sag's dir, geh nach Hause, Alter, iss dein Futter und dann piss dich hier von den Straßen, Alter. Sonst wirst du hier noch gegrillt, Alter. Ja, Bruder, ich schwör's dir, aber auch hier auf Lebzeit. Ja, lauf, Bruder, ich hab gesagt, lauf. Da hat dir doch hingeschissen. Und hier fährt schon wieder die Polizei. Was ist hier los? Haben wir hier. Ist das jetzt die neue Bank hier oder was? Mal hier einzahlen. Dann funktioniert schon wieder nicht Zentralverriegelung. Mach hier mal. Ich muss irgendjemanden finden, in den ich wegflexen kann. Ich muss irgendjemanden finden, den ich so richtig wegflexen kann. Der dann einfach nichts mehr sagt. Der sein Maul hält. Ach, Hunje. Yeah. Da. Aber mit dem flex ich nicht, Alter. Aber Leute, hört doch auf mit Metagaming. Das ist scheiße. Brauche ich nicht. Was für arme Katze, hast du gesehen? Die war übergewichtig. Die hat zu viel gegessen. Hier. Das ist hier ein Spieler? Mal schauen. Ja, kann ich den wegflexen? Was ist los, Lan? Ein NPC. Dein Ernst? Was geht? Fragt jemand hier im Chat. Wer fragt denn das hier? Der Lul Gamer. Ja, Brudi, alles gut, danke. Frage jetzt, wo meine 100k sind. Wo sind meine 100.000? Was ist mit 100.000, Mann? Wo sind meine 100.000 hin? Du brauchst jetzt nicht IKEA-Möbel heimfahren. Ja? Entschuldigung. Wo sind meine 100.000? Wie gesagt, gern die. Geben Sie mir einen ganz kurzen Moment, bitte. Wir können gern die Polizei dazu rufen, dann können die das klären. Nix Polizei ja? Hier. Deine Ikea-Möbel ja, kannst du woanders. Ich habe dir Geld wiedergegeben. Du hast mir nichts Geld gegeben. Kannst okay. Mir jetzt doch Geld. Was ganz kurz, Moment, bitte. Tut mir leid, dass ihr das jetzt mitbekommen. Was hier? Der schuldet mir, mir noch Geld. Kurz, bitte. Der Herr dahin kennt sich vielleicht die. Würdest du das bitte kurz übernehmen? Jo, ja, okay. Ich.
So, so ganz kurz, Moment, ich bin gleich bei Ihnen. Jetzt ist gut. Genau. Jetzt ist aber auch mal was übernehmen? Was ist mit dir? Was willst du? Ja, so, jetzt ist Feierabend hier. Zieh ab. Was willst du? Jetzt holen wir gleich mal nochmal die Beamten her. Ich höre sie nicht ganz schlecht. Meine Hose ist zu laut. Ja. Aber wahrscheinlich nicht auf die Art und Weise, die du wünschst. Ja, kein Problem. Oder das ist Adidas. Das tut mir leid, dass ihr das jetzt mitbekommt. Schau dir das an und latschen von Gucci. Schön. Er schuldet mir noch Geld hier. Könnten Sie, jetzt bitte aufhören, hier rumzupöbeln? Ja? Was für Pöbeln? Das mache ich vom Hausrecht. Ja, ich habe Ihnen Ihr Geld wieder gegeben. Wenn Sie ein Problem haben, dann kack dir da jetzt in die Palme, ja? Ja, machen Sie das. Und wenn Sie Hilfe beim Zählen brauchen, helfe ich Ihnen auch gerne. Ist kein Thema. Ich kann soweit zählen. Was für Zählen, Alter? Zähl mein Geld allein. Ich scheiß dir da. Ich kack dir da jetzt hin einfach aus Protest hier. Ja? Ja, mach nur. Alles gut, alles gut. Du, ich ruf die Polizei. Ist das ein Schiss? Zu doof hier. Boah, ist das ein Schiss? So, also. Ja. Und wie das stimmt. Bitte einmal ins Inventar. Ja. Dann auf Kennzeichen verwenden. Bitte einfach ignorieren. So. Ja. Dann, hingeschissen habe ich hier jetzt. Auf da war gerade die Polizei, ich muss schnell. Ja, Mann! Ich scheiß dir an die Palme! Ich scheiß dir an die Palme! Ich kann nicht mehr. Oh mein Gott. Oh Mann. So, was ist jetzt mit dem Land? Damals hat sein Freundin noch immer sein Handtelefon geklaut. Was ist mit ihm? Was ist mit ihm? Das kann sein Freundin hier aber mal einpacken gehen hier. Jetzt komm ich gleich rüber. Ja, komm ich gleich. Die hat doch so... Ey, das ist doch wirklich hier. Da fragt jemand, warum er den Stream nur mit 720p gucken kann. Man kann mit 1080 gucken. Mit 60 FPS 1080. Ja. Was ist denn hier los? Jetzt kann der die Scheiße wegmachen hier von der Palme. Ja? Jetzt kann der da ernsthaft die Scheiße wegmachen. So muss das sein. Aber ich fahr mal auf Land raus. Vielleicht ist hier was los. Immer wurde hier die Kacke. Leute, ihr sollt hier nicht metagamen. Nicht reinschreiben, was der Bruder macht. Ich rufe ihn an, wenn es soweit ist. Ist mir egal, ob der gerade von seiner Alten ans Bett gefesselt ist oder ob der gerade irgendwie da noch in Shisha-Café ist und nichts hört. Das ist mir wurscht. Das ist mir egal, Lan. Ich komme noch selber drauf. Ja? Glaub mir das. So, ich gehe mir jetzt erstmal hier ein... Scheiße, mir ist der Tank ausgegangen. Chrom, fahr mir nicht hier rein! Was mit ihm, Alter? Warte mal, Leute. Ich muss hier mal jemanden rausbannen. Da nennt mich hier einer Assi, obwohl ich keiner bin. Wie kommt der drauf, dass ich ein Assi bin? So, ich geh jetzt mal hier tanken. Ja, zeig dir mal jetzt, wie man hier Tankfüllung macht für Sima. Warum ist hier Tankstelle mag mich nicht. Jetzt.
Danke. Ehrenmann. Das ist ja wirklich hier das allerletzte. Was sie ihr Assis? Und jetzt ruft er mich an hier lang. Ja, ihr Pisser. Bruder, was geht? Du hast mich 4-mal angerufen, ich konnte nicht abheben, ich wurde festgenommen. Ja, Bruder, woher soll ich das wissen, ob dich deine Alte ans Bett kettet oder nicht, Alter? Bruder, ich hab mit dir... Alter, ins Bett ketten, nicht. Alter, ich hab gedacht, Bittchen. Du bist noch in Shisha-Café und rauchst noch dein Shisha und hörst mich nicht, oder was? Ich weiß nee, ja nicht, was du machst. Ich bin gerade hier in der Zelle, kannst du mich vielleicht abholen? Was hier, was für Zelle? Ich weiß nicht, ob die mich... Ja, ich bin halt in Polizei, die PD, die hat mich eingesperrt, weil ich Straßenrennen gefahren bin. Der eine hat sich überschlagen. Kommst jetzt in den Knast, gemeldet, oder was? Ja, ich bin schon im Knast. Das ist ja die Scheiße. Ich sitze hier schon drin, aber im ja, warte, ich also bin gleich um die Ecke. Weißt du, vom Knast sind wir ja, nie ja, weit entfernt, Bruder. Ja. Ja, ja, kommst du mal vorbei? Ja, ich komme auf den Café rein. Mach schon mal an. Jawohl, danke. Zünd mir schon mal einen Kopf an. Ja, klar. Alles Aube super. Minze. Ja, schon cool. Alles okay. Dann kommst du, ne? Tschüss. Bamm hier nicht rein. Ich fühle die Rolle jetzt schon. Ich liebe sie. Da macht mir das Gefängnis macht mir auch schon an. Die haben Angst vor mir. Zeig denn jetzt mal, wie man hier in Gefängnis reingeht. Was das? Schau mal hier, orange Gewänder hier. Was? Komm das jetzt mal hier. Schau mal, die machen hier auch gar keine Kontrolle. Ich warte mal draußen. Das wird mir zu bunt da drin. Habt ihr gesehen, die Anstriche an der Wand? Das wird mir zu bunt. Wart hier draußen. An alle Moderatoren hier draußen, ne? Wenn jemand hier reinschreibt, dass ich Hunger habe oder Blähungen oder auch eventuell auch hier tanken muss. Weil das ist kein Metagaming. Das können sie machen. Und wenn irgendjemand was über den Bruder schreibt, hier ist Metagaming. Das gehört hier nicht her. So. Schaut mal hier den Beamer. Begutachtet jetzt nochmal hier das Auto. Sagst du, wenn der Bruder jetzt hier nicht bald rauskommt, dann kriege ich hier noch einen Kaktus. Das ist doch wirklich. Hallo? Ich stehe jetzt schon seit 2 Minuten vor Gefängnis, du bist ja, nicht da. Der kommt, nein, nicht Gefängnis. Ich habe gesagt, beim PD vorne oben. Oben PD, Polizei. Du hast gesagt, du bist im Knast. Ja, Alter, hörst du nicht zu, bist du bescheuert. Das habe ich gesagt, du kommst, du holst die Kaution. Ich bin im PD. Was für Zuhören. Ey, weil für mich Knast ist für mich Knackis. Hör mir zu, ich hab dir gesagt, ich bin im Knast. Ich habe gesagt, nicht im echten Knast, sondern im PD. Ja, bleibst du auch dort, oder was, Lan? Ja, was? Bleibst du auch dort? Du kommst jetzt hier rüber. Du kommst jetzt hierher und holst mich da raus. 10.000 Kautionen. Ey, hast du schon meinen Kopf gemacht? Du nimmst jetzt 10.000 Kautionen mit, sonst können wir nichts mehr machen. Was für, 10, was für 10.000? Ey, meine Mutter hat übermorgen Geburtstag. Ich hab noch extra gespart, Alter. Was ist mit dir? Ja, ich geb dir das Geld. Ich geb's dir das Ey, du musst Geld, mir das geben, so Alter. Sonst bin ich ein C. Ja, sonst bin ich ein C los, Alter. Mutter macht hier nichts mit. Mit Nudelholz und Gürtel, Alter. Jetzt ja, hör auf ja. zu telefonieren, dann bist du hier. Wann bist du hier? Wann ja, bist du in, mit dem Geld hier? Ja, in 3 Minuten hier. Jawohl. Du weißt, dass Sima BMW drückt. Was das für ein Assi, Alter? Ich habe extra gespart für Mama. Dann kommt der hier rein, Alter, der Kaspar. Muss, was für 10.000? Bruder, war das knapp.
Ich weiß nicht, ob ich Kofferraum im Geld habe. Habe ich Kofferraum im Geld? Ich weiß nicht. Sekunden. Auf deinen Nacken mache ich gleich, Waller. Muss noch schnell hier nur meine Geschäfte machen. Bin schon so kriminell hier, ich mache Geschäft mit Polizei. Die haben Angst vor mir. Ja? Guck, wie er schaut. Angeschissen hat er sich. Was machen die jetzt hier, die Opfer? Was da los, ja, Lan, Alter? Sie sind das, ich krieg keine Kohle. Was hier, Alter? Ich muss hier rein, Alter. Wo ist hier der Hausmeister? Bist du der Hausmeister? Du siehst mir schon so. Mach mir mal hier auf, hier die Schlüssel klar. Ich bin nicht der Hausmeister, ich bin nämlich Geiger. Ich warte, dass meine Rechnung bezahlt wird. Ja, was hier für mich an? Haben Sie nicht im Busch geschissen vor dem Autohaus? Waren Sie nicht Sie das? Ich weiß nicht, wo was du redest hier. Niemand hat dir. Ey, mach mir auf, du Clown! Ja, manche Leute einfach. Oh. Warte mal. Was kommt der Auftrag rein? Einen Moment bitte, ich muss einmal gerade telefonieren. Ja, mach nur. Jetzt komm ich hinten ein. Au! So, was ist jetzt hier? Ich komm Kaution zahlen. Ach, da ist er ja. Ja? Ich komm hier Kaution zahlen. Wo ist er? Ja? Ah, hier ist er. Hier drin steht er. Oh, Bruder, du siehst ja aus wie ein Eisbär hinter Gitter, Alter. Sie, was ist mit dir los hier, Lan? Kurz hast mal, dich angeschissen oder was? Und du hast mal Sendepause. Was ist los mit dir, Bruder? Rudi, du musst nach oben, sonst sperren die dich auch noch ein. Du bist falsch. Was hier? Gehen Sie bitte nach oben. Da oben ist keiner. Komm, ich hab grad hier an der Tür geläutet oben. Und da ist nur der Hausmeister und der macht mir nicht auf, Alter, die Brezel. Ja, geh hoch. Ich rufe den Chief, der steht im Büro. Was für Chief, Alter? Ich zahl das hier gleich Cash, ja, Automat, alles. So, wo kann ich hier zahlen? Wo kann ich hier zahlen? Da kommen Sie mit. Sie können da vorne zahlen. Ja. Ja, was hier? Ich will dir zahlen. Hier, am Schalter. Ja, kurze Zwischenfrage, Officer. Das ist dieser Mann. Ich hab hinten noch das Beweismittel auf dem Auto. Chief? Wo soll ich das abladen? Ich will jetzt die Kaution zahlen. Ich komm gleich zu Ihnen, ja. Ich komm gleich zu Ihnen. Alles klar. Ein Big Mac Menü hier mit Cola und Sprite. Also um die... Einmal klingeln, der Herr. Ja, einmal klingeln. Achso, ich soll klingeln? Jetzt nochmal austauschen? Ja, hab ich jetzt. Ihnen wurde bereits mitgeteilt, wie hoch die ja, ich hab hier mit den Cash hier. Mach mein Adidas Hose auf. Warte mal, ich mach Jungs, hier kurz. Ja, mach kurz auf Seite gehen, ihr seid ein bisschen los. So. Dann warten wir kurz. Da ist hier Cash, Alter. Wir schnell ein bisschen weiter weg, das nicht, dass wir. Gut, und jetzt sag ich mal einen Chief Bescheid. Ja, gib deinem. Was ist Chief? Ja, hier. Also die Kaution von $10,000 wurde bezahlt. Oder habe ich alles hier Cash bezahlt? Okay, bitte händigen Sie die mal rüber. Habe ich alles bezahlt hier, ja. Bruder? Hier aus Adidas mit Gucci-Latschen. Ja, da machst du Auge, das ne? Das heißt immer noch sie. Ja. Das heißt immer noch sie, der halt. Da machen sie Auge, ne? Wir sind hat hier einen doppelten Taser heißt... oder was? Hier ist das dein Flex oder was? Meine Junge. Können Sie bitte kurz wegtreten? Fall. Ja, ich tritt schon ab. Gehen Sie mal darüber. Danke. Außerdem, Herr Monte, Sie haben da die falschen Distinktionen. Okay. Aber ja, was haben gut. wir hier? Chips ich hole den Herrn jetzt rauf, okay? Soll ich euch eins mal sagen hier? Ich bin bei meiner Chipswahl ziemlich bringelig, ja? Dann. War das gerade geil. Wer hat den Joke gerade verstanden, Leute? Sehr eine Frage, woher kommen Sie uns linke Pfote, danke fürs VIP. Was? Woher kommen Sie und was machen Sie beruflich? Woher ich komme? Das weiß ich nicht. Ja. Und was ich beruflich mache, ich flex dich weg. Haha! Also mit den Schuhen sicherlich nicht. Die sind von Gucci, Alter. Ja. Die sind echt Gucci, ich schwöre. Können Sie sich keine anständigen Schuhe leisten oder was? Ich glaube, der Herr war. Die Socken sind von Adidas, die Schlapfen von Gucci. Alter, ich höre ihn schon. Ach. Und warum hat der grüne Haare? Sind Sie blind? Ich bin nicht blind. Aber warum hat der grüne Haare? Das ist ein Blonder. Was ist das? Der ist grün.
So, ich hab dich jetzt hier rausgeholt. So, oder Herr, warten Sie mal bitte da, während ich Ihre Sachen... Ich brauch das Geld noch für Mama. Na, da schaust du, ne? Einfach mal so 10k hier aus der Adidas gezogen. Ja. Wo bleibt denn mein Big Mac? Kannst du mal ein bisschen weggehen, der gibt mir gerade ein paar Sachen wieder. Hier schon. Ja? Warum schaust du so? Bitteschön. Dankeschön, ehrenhaft. So. Gute Herren, dann sollten Sie besser zu Ihrem Gerichtstermin erscheinen, sonst ist das Geld weg. So Leute, ich sag euch noch einmal hier, ne? Der Automat hier, ne? Er hat keine guten Chips. Ich bin mit meiner Chips-Auswahl ziemlich bringelig. Ja? So, so wiederhören. Oh, bis dann. Also, wenn Sie weiter solche Witze reißen, muss ich Sie leider verhaften. Er erzählt ihn schon zum zweiten Mal, also der muss schon besonders witzig sein. Oh, mir ist kalt, wenn ich mit fremden Witzen heiz. Ja? Boah, Bruder, Alter. Guck dir mal den schönen Beamer hier an, da schaust du, ne? Hat mir ja, neu gekauft. Sehr schön. Ich komme da nicht mal rein, Brudi. Mach mal auf jetzt. Komm grad selber nicht rein, Land. Warte mal, da spinnt noch Zentralsystem. Schau, wie ich mich reinsetz. Hast du gesehen? Ja. Bruder, Alter, ich habe das Gefühl, Alter, ich habe hier immer Durchfall, Alter. Da war sowas von hier. Ich glaube, ja, ihr habt letztens zu viel Shisha geraucht. Nee, nicht nur du, das ist beim Pitatmen. Was für Satz von Pythagoras? Ich bin hier nicht die Mathe-Klausur. Beim Police Department ist immer Durchfall. Und das weißt du. Jedes Mal, wenn wir dort. Alter, die haben so schlechtes Kantinenessen da drin. Hörst du? Von weg ist besser. Ja, das was ist für weg? Ja, warte, wo fahren wir hin überhaupt? Ich bin so froh, wenn das weg ist. Ey, ich brauch die 10k wieder von dir. Meine Mutter macht mir sonst hier C ab, aber ja, den ja, kleinen. Ja, fahr Bankomat, ich geb dir die wieder. Dann, ich bring dir die doch wieder. Fahr Bankomat und ich geb dir. Ist kein Problem. Weil sonst ist kleiner C hier weg, kann ich mir nicht mehr an Ikea-Kastel anhauen. Ja, ja, fahr Bankomat, ich geb dir wieder. Ist kein Problem. Wo ist Bankomat hier in der Bronx? Kannst du mich zur Garage fahren? Kannst du mich zu einer Garage fahren, wenn das möglich, dass ich mein Auto holen kann? Wobei, ich weiß nicht, haben die das abgeschleppt, das Auto? Weiß nicht, was fragst du mich? Ja. Ja, weißt du was, fahr zum Abschlepphof, ich mache eine Markierung, ja? Ich war gerade vorher noch bei Ali. Und der hat gesagt, du bist gerade bei deiner Alten. Ja? Weil man rufst du mich an, bist festgenommen hier oder was? Ich war noch nicht. Ey Bruder, ich hab im Straßenrennen bin ich gefahren, ja? Was ist das, Lan? Ich bin Straßenrennen gefahren. Warum machst du das? Warum fährst du gegen dich selber Straßenrennen? Das hat dieser deutsche YouTuber schon gesagt, dass das scheiße ist. Ich hab dir von vorhinein schon gesagt, dass das nichts ist. Du bist so eine Pflaume ohne Witz. Und jetzt muss ich dir wieder 10.000 Dollar zahlen hier, oder was? Warum bin ich Pflaume? Ich hab das letztens erst in Shisha geraucht. Ja, chill mal, ich geb dir doch... Sag mal, Autofahren lernen musst du aber auch noch lernen, ja. Wo fährt denn der hin, der Bruder? Du musst noch lernen, wie mein Auto fährt, Alter. Zu viel im Gefängnis gesessen oder was, statt Autofahren oder wie? Ciao, die Bank heißt Flexa. Hast schon gelesen hier, guck mal. Flexa. Ja, muss noch hier Flexa. Das ist meine Bank hier. Komm mal her jetzt. Da fühle ich mich wohl hier bei der Flexa. Ja? Bist du jetzt zufrieden? Bitteschön. Ja. Aber jetzt kann ich endlich wieder meiner Mutter den neuen Staubsauger kaufen. Weißt du eigentlich, wo es den gibt hier, Lan? Das ist so Dyson. Du meinst denn Dyson? Dyson, ja. Ich hab gehört, du bist Staubsaugervertreter. Was für Saugstauber, Staubsauger ist ja wohl. Mach jetzt mal hier. Zeig ich dir mal, guck mal. Mach mir hier mal einen Preis klar. Ja, nicht in mein Auto. Wünsche ich dir viel Spaß mit den Saugstaubern.
Kannst mich am Arsch lecken, was ist das von dir? Was? Ja, ich hab dir grad Staubsauger gegeben, was willst du von mir? Sag doch. Aber nicht auf mein Auto, jetzt hat das doch Kratzer. Ja, mein Gott, mach das weg hier lang. Oder was? Mein Auto ist eh schon tief, jetzt ist er im Boden. Ja, passt doch. Aber so hier. Ist das Saugstau oder nicht? So, ich will jetzt hier Para machen, Alter, ich sag's dir. Ja, also, ich auch, aber ich war gerade im Knast und ich hab 10.000 Stunden warten müssen, bis du vorbeikommst. Ja, dann scheiß dich nicht an. Kauf dir mal endlich neue Unterhosen. Willst du was Lustiges sehen? Willst du was Lustiges sehen? Hör auf damit auf mich zu zielen. Ziel in den Himmel oder was hier? Hast du Bock drauf? Nee, jetzt ohne Scheiß. Bruder, hab ich vorher gekauft im Waffenshop, ne? War vergünstigt. Wo hast du die her? Ist das nicht geil? Boah, Bruder. Ist das nicht geil? Ist das nicht geil? Aber ist das hier? Ich hab gedacht, ja, Bruder, muss ich mir kaufen. Ja, ja. Ey, lass das drüben bei Cops machen. Komm bei Cops drüben. Nee, da werde ich eingesperrt, wenn die das sehen, Bruder. Oh, da läuft die Katze über ein Ding. Oh, ist das süß. Boah, ist die fett. Die Katze da hinten? Dass die noch laufen kann, Lan. Ich glaube, die hat Whiskers gegessen, aber in mehreren Portionen. Ja, Brudi, du weißt, 1:7, wir müssen Harakösch machen. Frage ist, wie, wo, was? Was machen wir aus? Wo fahren wir hin? Wo machen wir Cash? Ich wäre für Koka. Wir rasieren Leute. So? Fahren wir Land raus, komm. Ja, was ist so? Willst du Koka fahren? Willst du? Ja, fahren wir aufs Feld hier. Dort bei den ganzen. Wie heißen die? Die Schmusekater oder was hier lau rumläuft, Land? Also, du willst Gras verticken, willst du? Ja, logisch Gras, Alter. Gras braucht man überall. Gras braucht man auf Erde. Gras braucht man am Grundstück. Überall. Und du guck nicht okay. So blöd, fahr doch weiter, ey, du Schlapfen, ey. Was ist das hier, Lan? So ein Vollpfosten hier. Und was ist das hier vorne? Weißt du was, wir fahren einfach. Ja, Bruder, jetzt chill mal, die hören das doch. Da ist direkt ein Lokal neben uns. Sonst fahren wir schnell rüber. Fahren wir auf die Grasfarm, ja? Warte, ich check noch kurz Handy. Nimm eine Waffe mit wegen den Kätzchen. Nimm eine Knarre wie ein Kätzchen mit. Das muss ja, ja. Jawohl. Warte, Chat, ich mach den kurz noch. Langsamer. So, jetzt sollte normal noch ein Stückchen langsamer sein. Und mich wieder ausgesperrt. Er wartet auf mich. Wartet er nicht auf mich, der Piss. Hab doch gesagt, ich bin noch kurz am Handy. 35 Sekunden habe ich. Wird jetzt wieder von der Polizei aufgehalten, oder was? Das ist jetzt echte Streife. Stehen bleiben. Was ist los, Lan? Raus aus dem Fahrzeug. Raus aus dem Fahrzeug. Was ist los, Lan? Nehmen Sie die Hände hoch und steigen Sie. Warum werde ich jetzt gesucht? Udi, Alter, mich hat gerade Polizei aufgehalten und haben gesagt, ich soll aussteigen. Ich habe gesagt, ich fahre jetzt aber weg. Ey, die wollen mich festnehmen, ich weiß nicht warum, Alter. Bist du zu schnell gefahren? Nein, Bruder, die haben mich zu dritt eingekesselt mit Waffe und allem. Ich weiß nicht, aber jetzt fahr ich weg, ey. Ich hab gar keinen Bock drauf. Okay, ja, sonst wir treffen uns drüben, ne? Ja, Morg, ich musste jetzt mal loswerden. Ja, ja, bis später. Ich fang schon mal an, ne? Ja, ja. Was? Alter, den hat's gerade aufgestellt. Ihr habt das gesehen. Holy shit, Bruder. Yeah, boy. Bin ich jetzt hier der Ablenkung oder was? Wollen die mich jetzt festnehmen, weil ich hier in den Laden geschissen habe oder was hier? Ich habe doch nur meine Fäkalien in eine Palme reingelegt.
Oh, die hat's aber auch aufgestellt. Ich glaube, die hat einen Unfall. Ich glaube, die hat einen Unfall. Ich muss schnell meinen Wagen wechseln. Wartet kurz, Bratanz. Ich mach kurz Wagenwechsel. Unauffällig. Unauffällig fahren. Wie geil war das gerade? Bruder, ich wollte nur kurz sagen, ich hab die jetzt abgehängt. Die haben hier dreifach. Öfters als meine Oma an. Die haben hier dreifach Überschlag gemacht, so wie Nudelauflauf. Weißt wie Bescheid, Alter? So wie ich Nudel um Gabel wickel. Ja, ich komm jetzt, aber mit anderen Auto, also nicht erschrecken, gell? Ja, mit will dich nicht du? Im Krankenhaus hier holen. Was? Ja, Brudi, mit welchem Auto fährst du? Ja, mit X6, Bruder. Achso, ja, perfekt. Gut zu wissen. Bist du drüben am Feld, ja, ne? Ja, ich bin schon da. Jetzt kommst du rüber. Alter, wie es die Korps gerade überschlagen hat. Ich sehe schon, aus diesem Stream kann man schon wieder Zusammenschnitte machen. Ich sehe schon wieder auf Instagram, by the way, folgt mir auf Instagram, Leute, heißt da O'Neill Official. Ich sehe schon wieder die Best-of-Zusammenschnitte. Da hat jemand auch so eine Fanpage gemacht, der macht so lustige Zusammenschnitte, den folge ich auch selber. Der hat echt die besten Zusammenschnitte, da muss ich jedes Mal so lachen. Abnormal, dass sie so geil macht. Ich glaube, die Seite heißt O'Neill Memes oder so irgendwie. Ist richtig geil. Ein Hirsch! Da muss ich immer so lachen vor lauter Tränen. Cops hier am Fall. Ich hab ne Uzi. Der jetzt hier der Bruder. Alter Bruder, du hättest sehen müssen, wie es die überschlagen hat. Aber jetzt hast du gesucht, oder? Jetzt. Was gesucht wurde ich schon mein ganzes Leben. Ja, aber bist du abgerissen oder was? Ja, ich bin aber. Ja. Was glaubst du, wer ich bin? Ja, weiß nicht, ein Habub. Bruder, Alter, ich höre der eine Kopf im Wald gleich direkt kopfüber hier die Piste runtergerappelt. Der andere gleich hier bei der Bar drüben ist in die Wand reingekracht, der Vogel. Ach, ach, was war. So ein Idiot, Alter. Ja, und siehst du, jetzt bin ich noch hier. Und jetzt mache ich noch Para und die können nichts gegen machen. Deswegen sage ich immer, hab so viel Geld, dass du hier zwei Autos fahren kannst. Wenn ein Auto gesucht, du immer ein zweites. Weisheit hier mit. Mit hier merkt ihr. So. Zwisch, bisch, bisch. Para pflücken. Das ist pures Para, was wir ausgraben, Leute. Das ist nicht. Das sind hier keine Coca-Blätter. Das. Nein, Cannabis, das ist pures Para. War ja die Rolle halt noch immer so hart. Ich glaube, die Habub-Rolle wäre ich noch mit meinem dritten Charakter. Oh. Müsste mein X6 umbauen, dass wir über Wasser fahren. Du hast sehr viel verpasst. Da oben Polizei. Verdammt nicht. Gott sei Dank nicht.
beim Pflanzenfarmen immer so ruhig. Der 107-Mandel. Bis Adidas platzt. Abub, Alter. Bis Adidas Socken und Hose platzt, Alter. Ja? Ja, ja, klar. Hörst du mir eigentlich zu? Oh, jetzt dachte ich, hier ist schon ein Löwe, Alter. Dabei ist das nur Kaninchen. Guck hier, Kaninchen läuft hier rum wie Löwe, aber macht nur nicht so Geräusche. Ich glaube, ich lasse das mal. Wie kann man da eigentlich mitnehmen? Von den Habubs. 1000 Likes, Leute, haben wir. Warte mal, da geht spezielle Grüße raus. Vielen Dank. Lass mal ein Like da. Rudi, das wächst hier wie Sand am Meer. Sind jetzt eine wichtige Esel Schäst, geiler Name. Dankeschön fürs VIP werden. Sag mal, Bruder, hast du schlecht geschissen oder warum bist du heute so ruhig, Walla? Das kenne ich nicht, nee, von dir. Ich rede nur ein bisschen. Ich rede gerade mit meiner Oma, mein Gott. Hey, willst du schon wieder hier Taschengeld abkassieren oder was? Sag mal, reicht dir nicht Sozialhilfe? Jetzt beziehst du schon Hartz V oder was, du Esel? Ja, Hartz 5. Das reicht dir noch immer. Du musst noch bei Oma betteln hier. Was das? Bentley haben wir auf dem Server, ja. Leo, 7,25. Dankeschön für 1,07 €. 1,07. 1,07. Jetzt dann. Auch irgendwo ein Platz. Ja, ja. Auch irgendwo ein Platz, wo die mich nicht sehen können. What? Du hast da gerade so viele Leute rausgehauen. What the fuck? Okay. Keine bessere Location, wo ich meinen Wagen parken kann. Auch gute Parkplatz. Ich fahre mal schon langsam hier weg. Ohne Witz. Was das hier lang? War hier mit X6 hier im Gelände? Der Bra macht hier Tuning-Treff oder was hier? Bin hier gerade am Drogenfarmen. Ja, ich weiß auch nicht, was mit Platzverweis los ist. Die haben mir einfach damals, haben die mir Platzverweis gegeben, weißt? Haben die mir gegeben und noch immer nicht aufgelöst. Aber jetzt gehe ich halt ins Autohaus. Ja, bei Autohaus, weiß nicht, Autohaus ist Lifestyle.
Also, da habe ich X6 her, habe ich alles. Alles ist aus Autohaus eigentlich. Alles, was Beine und Hände hat, ist aus Autohaus. Weißt du, was ich meine? So. Ich weiß nicht, gibt es irgendwo Tankstelle? Weißt du was? Ich mach schnell mit Kanister. Ich hab nämlich Angst vor Bullen. Das geht nicht. So. Ich will den X6. Wie, ich hab keine Kanister. Doch eine Scheiße. Seit wann hat BMW keinen Kanister? Du bist schuld mit deinem Dodge. Nicht mal mehr hier ein Kanister für Dank hat man. Undankbar. Ja, da wollten mich vorher nämlich gerade die Bullen festnehmen, ne? Die wollten mich festnehmen, bin ich weggefahren. Ja? Dann hat der Überschlag gemacht wie auf einer Nudelgabel. Aber gleich dreifach. Dann wurde er gegessen von Mutter Natur. Da vorne ist Tankstelle. Da wäre ich jetzt. Komm in die Tankstelle rein. Tankstelle full. Dachte ich hier schon, hier ist ein Polizist hier oder? Bin nicht hier. Weil es mir jemand sucht. Was ist das Land? Jetzt geht hier wieder der Tankautomat nicht. Ohne Scheiß, ich habe richtig Angst. Irgendjemand um die Ecke kommt. Bei 107, wir haben keine Angst. Meine Mods fahren AMG. Weil die Frage kam. Chemical fährt E-Klasse. Aber aus Baujahr 1990. Ben fährt C-Klasse. Und Alina fährt A-Klasse. Aber in AMG. Und was Gina fährt, muss ich sie noch fragen. Aber ich glaube, Gina fährt D-Klasse oder so. Man kann das. Ah ne, Gina, aber Walla, ich bin dumm. Ich schwör, Gina fährt G-Klasse für G, ne? Weißt. Boah, bin ich dumm manchmal. Muss kurz das Crack kochen gehen. Halt das Gras. Wenn man schreibt, dass sein. Achso, wenn man. Sorry, das brauche ich jetzt nicht so beantworten. Also wenn man schreibt, dass sein Spiel ab geschmiert ist, dann nicht. Ne, das ist kein Metagame. Das könnt ihr ruhig reinschreiben. So, wieder zurück zum Habub. Was ist das? Ich nenne meinen Charakter dann Safe Habub. Alois Habub. So, jetzt gehe ich hier mal Crack kochen. So wie Crack kochen. Ich parke den X6 hier direkt vor die Tür. Dann bin ich schneller hier drin in Werkstatt. So, ich mache jetzt hier Marihuana. Meine Witze sind der Hammer. Dann hast du noch keinen gehört. So, warte mal. Oder ich lese dir jetzt mal einen Witz vor. Ja? Was ist orange und planscht im Pool? Ja, weißt du? Eine Chlororange. Oder war so schlecht, wie ich gestern geschissen habe nach zu scharfe Döner. Ja? Hat er mir, habe ich zu, ich schwöre, ich habe noch zu Ali gesagt, er soll reinmachen nur scharfe Soße mit Gewürz. Hat er reingemacht und dann sagte er, er hat neue Rezept für Soße. Dachte ich mir nichts, weil ich habe als Kind, ich habe immer Tabasco getrunken, ja? Immer Tabasco. Und dann sagt er zu mir, er hat neues Rezept. Mich hat's dort rückwärts Salto von Deke runter bei erstem Biss. Ich sag's euch.
Und am nächsten Tag habe ich Rückwärtssalto von Klo gemacht. Mit Deckel. Das ist einfach zu viel. Also vertraut nie eurem Dönermann, wenn er sagt, er macht neue Soße. Macht das nicht. Wenn der sagt, er hat neue Rezept für Soße, dann nimmt mild. Weil dann ist mild so scharf wie weiß nicht. Weil dann ist mild so scharf wie scharf. Wenn ihr versteht, was ich meine. Was für Orangensaft, Dicker. Es gibt doch keinen Soße mit Orangensaft bei Döner. Bei Döner trinkt man Eiram. Nix Orangensaft hier. Einen besseren Witz. Für mir gibt's nichts Besseres. Musst du hier mal... Weil wenn du was Besseres willst, hier, pass auf, wer springt über die Wiese und erzählt einen Witz nach dem anderen hier, ja? Dann, das ist der Spaßhüpfer. Ja? So, ich hau jetzt hier ab. Ich muss die Scheiße jetzt noch verticken. Aber da gibt's hier oben Jeffrey, genau. Ich glaube, der heißt Jeffrey, ne? Ja. Da muss ich jetzt noch das Zeug hier hinbringen. Und da rennt auch der Hirsch. Mama und Papa. So wie ich, nur ohne Mama. Ja? So, lass mal hier rüber düsen. Vor allem der Bruder hat sich vorher aufgeregt, ich rufe ihn so oft an. Ich rufe ihn nochmal an. Jetzt hebt er wieder nicht ab hier. Jo, Angel, was ist denn da schon wieder los? Bruder, warum hebst du nicht ab hier, Land? Wo bist du? Ich bin noch immer beim Farmen. Ich hab gedacht, du bist auf. Oder ich hab schon verarbeitet hinten bei in der Werkstatt. Ja, ich war jetzt. Du wartet auf mich? Oder du warst auf einmal so weg. Ich hab gedacht, hier du bist in Erdloch gefallen oder sowas. Ja, ich war auch weg. Ich hab Erdloch Angst gefallen, bekommen, ja. Und bin schnell weggefahren, weil ich bin gesucht. Eieiei. Ach so, okay. Na gut. Ja, ich sammle noch ein bisschen, ne? Ja, sammel Treuepunkte. Kannst du dann einlösen hier bei Interkauf hinten. Ja. Ich geh jetzt mal zu Netto, weil die lassen mich rein. Mhm. Ja. Kommst du nachher auch noch zu Netto? Die haben jetzt Angebot hier. Ja, Bruder, ich muss jetzt auflegen, ne? Das wird mir jetzt zu bunt hier. Ich muss 100 Gramm Shisha-Kohle. Frisst mich. Oh, es kommt sonst ein Berglöwe und frisst mich, da habe ich keinen Bock drauf. Glaube, ich bin dezent falsch gefahren. Geh jetzt noch schnell die Kacke hier wegdampfen. Da schreibt Selina, das ist langweilig, weil ich keine Cops ärgere. Du kannst auch vor die Tür rausgehen und Cops ärgern. Und du musst ja mal hier die Eier haben, hier Drogen farmen. Damit ärgere ich die Cops, weil ich dann mehr Para habe als sie. Und dann kann ich mir Pyjama von Gucci kaufen. Das haben die nämlich nicht. Die haben hier nur Uniformen hier von... Weiß nicht, was das für Firma ist. Hat irgendein Firma. Nur ich trage hier nichts, hier Balenciaga. Und mein Pyjama von Gucci. Damit Mama sagt, sie ist stolz auf mich. Was ist das hier? Ach, hier ist Jeffrey. Verkauft ihm jetzt hier was. Jawohl. Haben wir wieder 3000 Ocken hier gemacht. So. War ich dann noch rüber zu McDrive, Alter.
Ich fahr jetzt nochmal rüber hier zum Verarbeiten, weil ich warte dann auf den Bar. So, guck, Selina hat gerade noch reingeschrieben, dass ihr das nicht gefällt. Jetzt habe ich gesagt, dass ich Pyjama von Gucci kaufen will, das gefällt dir. Ich sag ja, Leute, Pyjama von Gucci kommt gut an bei Mädels. Habe ich schon immer gesagt. Außer bei Mama, die versteht nicht. Die sagt, warum so teuer. Dann sage ich einfach, weil muss. Fahr hier mit X6. Was macht das für Bild? Fahr mit X6, aber hab kein Pyjama von Gucci. Oder Latschen. Noch viel schlimmer. Ein Mann ohne seine Latschen ist kein Mann. Könnt ihr euch merken. Und da sagt jetzt einer hier, passt mal auf hier. Da sagt jetzt einer hier, was ist süß, klebrig und schwingt sich von Baum zu Baum? Dann schreibt er hier mir rein, Tarzibahn. Ey Bruder, was ist denn das jetzt? Was für Tarzibahn? Schreibt mir jetzt einer rein, Off-White ist besser. Off-White ist out. Das ist die, im Namen steht es schon drin, Off. Ja? trägt kein Off-White. 107 trägt 107 Merch. Wo sind wir denn hier? Seelsorge hier oder was? Ach so, hier haben wir Bunker. Royal Bunker. Ah! Will nicht auf Gegenverband, weil das ist gefährlich. Jetzt hat mein Auto Kratzer. Jetzt kann ich noch Kratzer wegmachen hier. In dieser Klippe. Oder was ist das? Oh, jetzt brauche ich aber auch schon langsam mal wieder hier Action, weil sonst weiß ich hier nicht mehr, was ich hier quasseln soll. Ich gehe jetzt noch Auto wechseln und dann schaue ich noch drüben zu, was der hier macht. Dass der das richtig hier macht, ne? Dass der da nicht Gassplitter reinmacht und auch nicht so sein Nasenpopel. Weil wer will Gras rauchen mit Nasenpopel drin? Leute, wer will das machen? Dann schreibt der Nightbot hier rein, meine Stimme ist komisch. Warum ist meine Stimme komisch? Warum ist meine Stimme komisch? Heute ist meine Stimme komisch. Will er mich verarschen? Habe ich hier irgendwas auf Rausch oder was? So. Zeig denn jetzt mal hier, wie man richtig kocht. Ja, Budi, was ein Zufall. Alter, jetzt sehe ich dich hier an der Tankstelle. Ja. Das freut mich. Ich bleibe aber im Auto, weil sonst kommt hier noch der, weißt du, der Sultan rüber und der nimmt mich mit. Der sperrt mich dann weg, Alter, so wie Genie in die Wunderlampe, ja? Wie viel Geld hast du? Also hast du schon verkauft deine Sachen? Ich hab verkauft, waren 3 Ocken. Das ist aber wenig, Bruder. Ich habe viel mehr als du, glaube ich. Ich habe 40 Kilo im Auto und ich glaube, ich habe 12 Kilo auf Hand. Viel mehr. Ja, ja. Ich war hart am Werken. Ja, wo du das alles fertig warst, habe ich doch drüben gefarmt, ne? Nur, dass du es weißt. Also ich glaube, da mache ich ein bisschen mehr als du. Ah, jetzt ist mir aufgefallen, dass wir heute den 20.04. haben. 420 ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, ja. Ja, ja. Ist mir gar nicht aufgefallen. Krass, ne? Ja, ich fahr mal rüber zum Verarbeiter. Was, Bruder? Alles Gute. Na? Wünsch dir alles Gute und lass dich nicht weiter ans Bett ketten, Alter. So wie von Polizei. Ja? Hast du mich gehört, Lan?
Ich habe ein Flex-Syndrom, aber richtig. Hier gibt's auch Hundeknochen. Was ist das hier? Jetzt ist auch noch dieser Booty hier im Chat. Ich hab dir doch schon einmal gesagt, alter Booty, wenn wir hier Shisha rauchen, dann kommst du mit. Das nächste Mal gibt's keine Doppelapfel mehr für dich. Ich hab dir das jetzt schon 100 Mal gesagt, Lan. Und immer wieder geht er hier Weizen abbauen oder sonst irgendein Stoff. Oder der einzige Stoff ist hier... Das ist hier... Cannabis. Nix hier Weizen und Gerste. Was brauche ich Bier, wenn ich habe... Was ist das? Bruder Lan, warte mal. Alles Gute, ne? Was denn? Ja. Ey, was denn wegen 20.04. alles Gute. Lass dich nicht ans Bett ketten, mein Freund. Na, so wie vom Polizei. Ich hab doch nicht am 20.04. Geburtstag, Budi. Ich rede auch nicht vom Geburtstag. Mashallah. Du sagst zu mir alles Gute. Ja, heute gibt's was zum Feiern, Bruder. Warum denn? Was gibt's denn zu feiern? Geh mal Casino oder was? Nee. Heute hat Buddha. Ach, versteh doch nicht. Nee. Mit dem Jungen kann man einfach nicht reden. Ich verstehe, was du von mir willst, ne? Oder du weißt doch, was am 20. ist. Dann. Ja, 420. Ja, und was ist sonst noch am 20.? Ja, da hat der mit dem Bärchen Geburtstag. Ja, Bruder Lan. Aber das feiere ich nicht, Mann. Mein Gott, bist du ein Trottel. Ja, deshalb stelle ich mir die Frage, ja, was ist sonst noch, alles Gute? Was ist sonst noch am 20.? 20.04. Ja, nicht am 4., am 20. Okay. Egal welches Monat. Was? Ach komm, Bruder, hör 20. doch auf jetzt. Ey, ich sag's dir, wenn ich das deiner Freundin erzähle, ne? Ach so, du meinst... Alter Bruder, wenn ich 5. da... Ey, wenn ich das deiner 20. Alten erzähle... Ja, sag doch gleich. Du meinst den 20.05., Abub. Sag doch gleich 20.05. Nee, ich meine den 20. im Monat. Ich hab kein Cannabis mehr. Ja, nee, ja. Ey, wenn ich das deiner Freundin erzähle, ne, dann wirst du wieder ans Bett gekettet, wie bei Polizei. Ja, sag doch... Ja, ist doch gut jetzt. Ich weiß schon, was du meinst. Und jetzt pack dein Cola ein hier hinten und dann komm, fahr mal. Weil sonst kriege ich hier noch Schlepphoden. Ich muss noch mal rein. Sagst du das bei deiner Freundin auch immer bei der dritten Runde, oder was? Mhm. Ja, was? Das ist kein Art. Mein Vater hätte mir schon mit Latschen eine drüber gezogen, wenn ich gesagt hätte, Was ist das für Art? Aber guck mal hier, Blaulicht. Aber guck mal ein Gesicht, Bruder. Guck mal, wie geil hier zur Geltung kommt. Bruder Kops. Scheiße! Oh mein Gott, die nehmen ihn jetzt nicht fest, oder? Scheiße, ich glaube, die haben ihn festgenommen. Ich glaube, die haben ihn gerade festgenommen. Ach du Scheiße. Nein. Die haben ihn safe gerade festgenommen, der Arme. Die Shit, Bruder. Da ist alles voll mit Cops gerade. Da ist gerade alles voll mit Cops. Die suchen uns aber auch. Suchen die mein X6 auch schon? Scheiße. Fuck. Wir müssen schnell weg.
Boah, ich muss abhauen, ich muss so abhauen. Irgendwo, da muss es doch irgendwo Garage geben. Alter, ich hoffe, mein Bruder verpfeift mich nicht. Wenn der mich verpfeift. Aber Leute, wenn ich das hier schaffe auf alleine Mission, ich gebe ihm Hälfte. Ich hab Bruder mit Herz. Das hat mein Vater mir schon beigebracht, dass ich immer teilen muss. Ja? Immer teilen mit deinen Brüdern. Mama, jetzt mal Rest in Peace hier für den Bruder. Das ist die Scheiße. Die wissen jetzt wahrscheinlich, dass ich da hinfahre dann. Wissen das. Aber ich fahr trotzdem hin. Alter, ich hoffe, der verpfeift mich jetzt hier nicht bei den Bullen, Alter. Weil sonst kriegt der... Sonst kriegt der hier nichts hier. Sonst kriegt der nichts Hälfte. Ich höre hier überall Cops. Aber ich kann jetzt gerade nicht hin. Ach du Scheiße. Ich glaube, ich muss mein Auto wechseln. Leute, macht kein Metagaming, ey. Ich hoffe für den Bratan, macht... Sprecht lieber Gebet aus, dass er nicht festgenommen wird. Macht Gebet. Betet. Komm, betet. Drückt auf diesen Button. Leute, drückt auf diesen Button mit Glocke und betet. Oder hier, auf diesen hier. Komm, macht mal hier. Macht jetzt keinen Scheiß. Like a cancer, some call it a sickness, and I got all the answers. Baby, come and get it. Yes, she says she's a dancer. Wants me as a. Fahr mal zur Flughafengarage. Jetzt gar keinen Bock auf Cops. Kann ich den X6 auch noch wegtun? Das ist doch kein Spaß mehr hier lang. Die haben mich nicht gesehen. Ich habe das gesehen im Augenwinkel. Ich hoffe, da kommt jetzt keiner. Drückt mir Daumen. Was nehmen wir für Auto? Ich kann doch nicht Agera nehmen. Scheiße, der hat gleiche Kennzeichen. Aber ich muss mal ab. Ich muss mal abchecken, ob das jetzt hier geht. Wenn ich das hier durchkriege, Junge. Dann können mich die Cops mal. Die können mich sowieso schon. Aber so können sie mich noch mehr. Und das Ganze hier, weil ich bei Autohaus San Palme geschissen habe, oder was? Oder das ist Abzocke. Das ist einfach Abzocke. Ich würde einen Bruder... Ich hoffe, er hat mich nicht verpfiffen. Weil wenn, dann ist er kein Bruder mehr. Ich würde ihm alles geben. Ich würde ihm sogar Hälfte geben, wenn er aus Knast kommt. Ich habe ihm sogar Kaution gezahlt. Wir kennen uns, seit wir Kind sind. Deswegen, Leute, sagt auch hier wieder Weisheit. Deswegen ist immer gut, drei Auto haben. Weil wenn zwei Auto zu viel oder gesucht, dann hast du immer noch drittes. Am besten aber nicht, wie ich hier. Oder ich habe so Angst hier lang. Ich glaube, dass die irgendwo hier sind. Der Hans-Peter.
Hab ihr schlechtes Gefühl bei der Sache. Ganz schlechtes Gefühl. Ja, schon mal mein Auto auf. Oh. Oh mein Gott. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Weg da, weg da, weg da. Bruder. Bruder, ich hab's geschafft. Schnell weg. Jetzt kaufe ich mir ein neues Auto. Oh mein Gott. Oh mein Gott, mein Herz. Oh, oh Gott. Hol ich mir dann aber wieder mein 107er BMW. Mein Gott. Oder ich war gerade bei Geldwäsche. Ich habe das in Wäschetrockner getan. Jetzt ist es gewaschen. Mit Persil und weißer Propper. Auch nichts weißer Propper. Was hier? Meister Propper. Warte mal. Chillt mal jetzt, Leute. Chillt mal. Ich muss das jetzt hier noch zu Ende bringen. Ich muss jetzt hier noch den BMW wechseln. Aber zuerst schaue ich mal, ob hier Cops irgendwo warten. Bin schon so paranoid. Glück ist keiner hier. Oh mein Gott. Was ist das hier, Lan? Oh, da war Polizei. Oh. Alter. Ich fahr mal rüber zu Autohaus. Jetzt habe ich genug Para, um mir was zu kaufen. Was ist das? Oh, ich glaube, die haben den Bruder festgenommen. Der hat mich nicht mehr zurückgerufen. Der Arme hier. Aber warum fährt der andere hier mit fahrbarer Bühne herum? Warum macht er das? Der behindert. Machen wir mal hier zu Autohaus. Machen wir mal hier richtig Weihrauch. Was? Was das hier, Lan? Wo kann man hier Kaffee kaufen? Das Café Fool. Ach, was? Café Fool? Was ist denn jetzt los hier? Wieso stellen Sie Ihr Auto hier hin? Wo kann ich mir meine Kaffee kaufen hier? Was mein Auto darf hier stehen? Ich stehe hier drin, Lan. Nee. Sag mal, wo ist dein blonder Kollege, der mir noch Geld schuldet? Ich hab den da vorhin gerade in die Palme geschissen. Ich hab den da gerade vorhin in die Palme geschissen, jetzt ist Polizei hinter mir her. Wo ist dein blonder Kollege oder was? Ich rupf den einzelnen Feder aus. Können Sie bitte erstmal Ihr Auto da vorne hinstellen? Dafür stehen, stell doch deins weg, Alter. Deins nimmt so viel. Guck mal, wie breit der ist. Der stellt so viel Platz hier weg. Ja, okay.
Ruf jetzt nicht die Bullen. Ich hab grad Felix geschrieben und gefragt, wo er ist, oder? Wieso? Kannst mich mal. Ah, perfekt, ja, so geht's auch. Alter, wenn man 1 und 7 ist, jeder ist gegen einen. Da pfeif mich mal in die Hills irgendwo rauf. Heilige Sch... Polizei? Da biege ich erstmal ab, Bruder. Huch! Ich würde gerne einen einfachen Laden ausrauben. Oh mein Gott, Bullen. Da waren die gerade. Ah! Oh mein Gott. Scheiße. Alter Schwede, ich bin da gerade so auf der Flucht. Einen Witz, Leute. Mir ist gerade... Warte mal. Parkhaus. Nicht ins Auto aus, jetzt mal. Andel im Parkhaus. Der Parkhaus-Andel. So, dann gibt's einen Witz für euch. Wie Moly. So. Leute, wie kommt ein Krokodil aus dem Wasser? Na? Ja? Nass. Und der war einfach so schlecht hier, Makova. So, ich lese euch jetzt mal einen guten Witz vor. Ich lese euch, warte, ich stelle mich hier noch kurz in Parkhaus rein und dann lese ich euch mal guten Witz vor. Ja, damit ihr auch was hier noch zu lachen habt. Jetzt ist der Bruder hier aus der Haft entlassen worden. Leute, wie nennt man einen Stuhl ohne Beine? Wisst ihr das? Wie nennt man einen Stuhl ohne Beine? Ja, den Fahrstuhl, meine Freunde. Rudi, ich bin gerade so im Stress, Bruder. Die ganze Stadt sucht nach mir. Was ist denn? Warum denn? Was hast du gemacht? Bruder, Alter, die suchen mich. Die haben mich vorher schon gesucht und suchen mich noch immer. Was ist, Lan? Wo warst du? Ich wurde festgenommen. Bruder, ich hab noch geschrien, die Cops kommen. Und du hast aber Gestell hier von langsamen Bagger, Alter. Und kannst nicht rausrennen aus der Hütte, oder was? Du hast mich angerufen, ja? Du hast mich angerufen, ich hab abgelehnt. Du wolltest sicher sagen, dass die kommen, oder? Ich bin aus Halle rausgerannt, hab geschrien, Cops kommen. Und dann wollte ich dich anrufen, ob du heile weggekommen bist, Para. Und nee, das habe ich nicht gehört. Ich hab geschrien wie am Spieß und bin weggefahren. Weißt du, was geil ist? Ich war jetzt im Gefängnis, die haben mir das Hanf nicht abgenommen. Was sind das für Säcke? Ah. Nee, die haben mir das nicht abgenommen. Jetzt kann ich nochmal rüberfahren und das verarbeiten. Mach das, Bruder. Wenn ich Glück hab, komme ich da jetzt nochmal schnell weg. Ja, ich muss mal hier heile irgendwo rauskommen. Ich hab aber schon verkauft. Ich hab schon ein richtiges Cash. Die können mir nichts mehr. Ich noch nicht, ich mach gerade. Oh, mein Auto steht noch da, ehrenhaft. Bist du noch drüben hier? Verarbeit schnell. Ja, warte. Ja, Bruder, ich verarbeit schnell, ne? Tschüssi. Ciao. Bundi, servus, wie geht's dir? Was machst du hier, Walla? Machst du hier Party oder was? Wo steigt hier die Party? Nee. Ich bin nur Werbung gefahren. Du hast deine Werbung verloren. Ey Bruder, du hast deine Werbung verloren. Du kommst hier nicht durch. Sonst verlierst du noch mehr Werbung. Guck mal hier, der ganze Globus hier hinten auf Straße. Was ist das? Du hast gerade deinen Fußball verloren. Du kannst heute nicht mehr spielen mit deinen Freunden. Voll überforderter Typ. Was habe ich verloren? Du hast deinen Fußball da hinten verloren, Lan, mit Werbung. Mein Fußball? Ja, Bruder. Du kannst nicht mehr zocken mit deinen Freunden. Da liegt Fußball auf Straße. Der leuchtet auch noch hier wie Regenbogen. Siehst du das nicht?
Glaubt, der versteht mich nicht, oder was? Oder du kommst hier nicht durch, deine gesamte Werbung ist hier, wenn du durch den Tunnel hier fährst, ist Asche. Oh ja, okay, ich... Ah, ja, wollt nur gesagt haben. Fahr einfach mal die falsche Spur rauf. Alter, ich hoffe, ich muss aufs Land. Aber ich fahre über die andere Autobahn, Leute. Die ist unauffälliger. Ich helfe vielleicht ihm beim Verarbeiten. Aber er hat mich nicht verpfiffen, der Ehrenmann. Wundi, das freut mich, dass es dir gut geht. Das zaubert mir ein Lächeln ins Gesicht. Das tut es wirklich. Lass mal ein Like da für Wundi und ihre Tochter. Ist alles gut gegangen, Wundi? Also so wie du lachst und strahlst, muss alles gut gegangen sein. Lass mal hier ein Herz da. Lass mal ein bisschen Liebe hier im Chat. Like a cancer, some call it a sickness, and I got all the answers. Baby, come and get it. Yes, she says she's a dancer. Wants me as a. Was war das für Ohrschneidbusse? Ich geb dir gleich Ohrschneid. Das war nicht Ohrschneidbus, weil Ohrschneidbus kann fliegen. Der war am Boden, hast du nicht gesehen? Der Bus war am Boden. So, mal hier, ihr macht der Chat jetzt hier mal Herzi. Herzi, Herzi. Ich muss jetzt da irgendwo abfahren. Ne, ich muss noch weiter. Scheiße, ich hätte hier abfahren müssen. Ich hab... Chemical, hast du was? Hast du Ohrenschmalz in den Ohren oder was, Chemical? Ich hab gesagt, ihrer Tochter. Ich glaube, Chemical hat schon wieder seinen Ohrenschmalz nicht ausgeputzt hier lang. Ich hab gesagt, dir und deine Tochter. Sie hat doch Tochter. Mach mir da jetzt nicht den Heckmeck. Ich hoffe, da kommt nicht gleich ÖBB. Da schreibt jemand rein, er muss gehen. Du kannst jetzt nicht gehen. Wo steht hier noch sein Auto lang? Ist der schon wieder weg, oder was? Hey, man. Der ist schon wieder weg? Was, lang? Ja, Wundi, wir können gern quatschen. Ja. LOL. Hat der Cop gerade da mitten auf dem Weg einen Motorschaden gekriegt, oder was? Brudi, muss los. Wo ist der Winkandel? Der Winkandel ist gerade nicht da. Warte mal, der kommt gleich. Ich hole ihn mal kurz. Mal kurz. Hände weg vom Steuer. Winkandel. Der Bruder kam nur irgendwo jetzt gerade beim... Der muss gerade beim Dealer drüben. Weiß schon. Er ist entweder beim Dealer oder beim Geldwaschen. Aber ich habe so Angst vor Polizei, ich muss nochmal tanken. Mein Auto schifft sich auch an, deswegen verliert er mehr Tank als sonst. Muss ich nochmal hier dezent hier tanken gehen. Babushi Guratz. Da schreibt Sabrina, Sabine schreibt, ich soll einen Witz erzählen. Dabei habe ich vorher gerade Witz gemacht. Die Leute kriegen nie genug. Ich stelle mich hier an äußere Tankstelle, aber da sieht man mich nicht. Seht ihr? Da kann ich gleich tanken. Enkel ist ein Süßer. Der ist so süß wie Toffifee-Verpackung, ne? Ja? Weil bei Toffifee, wenn man zu viel süß isst, dann kriegt man Karies. Das sagt mein Zahnarzt immer.
Und dann habe ich ihm gesagt, wenn er mir noch einmal sagt, ich habe schlechte Zähne, dann gibt's aufs Maul. Dann hast du keine Zähne mehr, ja? Seitdem kann ich nicht mehr zum Zahnarzt, weil er hat mich rausgeschmissen. Das war nicht lustig. Jetzt sitze ich hier und habe keinen Zahnarzt. Was mache ich ohne Zahnarzt? Ja. Kann ich halt selber hier. Fahre ich auf Baustelle hier zu Murat? Der hat auch Bohrer. Kann ich selber machen. Kannst du mal weiterfahren, Lan? Geht doch. Da fragt ja mal, wie alt ich bin. Wenn ich dir jetzt sag, dass ich 22 bin, sagst du, du spinnst doch. Aber ich bin 22. Ich muss euch noch mal hier einen Witz erzählen, ja? Muss ich euch jetzt noch mal hier gerade noch kappen. So. Muss euch noch einen Witz hier droppen. Stell mich mal eben hier ins Carport. Das ist jetzt mein Zuhause. Der will oder nicht. So. Nochmal hier ein Witz für euch. Muss mir jetzt noch schnell einen guten suchen. Weil Witze sind wie Frauen. Da gibt's nicht so viele gute. So. Da schreibt einer rein, weil wir gerade von Zahnarzt hier geredet haben. Was ist rot und schlecht für die Zähne? Ein Ziegelstein. Was ist das? Das ist kein Witz. Und da schreibt hier rein der Bruder, warum kann ein Skelett so schlecht lügen? Es ist leicht zu durchschauen. Das ist hier einfach traurig, weil... Der war gerade scheiße, ich weiß. Ich muss mein Auto wieder lackieren gehen. Blatt. Guck mal, meine Donation ist heilig hier. Kessler Olli. Canyon ist bei der Geldwäscherei. Warum wascht er schon wieder? Ich habe ihm gesagt, er soll Geld zuerst trocknen. Mit der Polizei oder was? Das ist hier nichts für schwache Nerven. Ich komme den Brahma kurz besuchen. Im Knast. Leute, ihr braucht mir nicht reinschreiben, wo er ist. Das ist Metagaming. Da gehe ich nicht drauf ein. Und dann könnte... Da schreibt hier Ron... Fahr mir nicht in mein Auto! Da schreibt mir Ron rein... Was essen Autos am liebsten? Parkplätzchen. Der war richtig schlecht. Der war so schlecht. Da wurde mir schlecht. Der Kessler schreibt rein Xyon. Mehr nicht. Ja, Bruder, ich mache hier kein Metagaming. Ich muss hier noch von Polizei flüchten. Was ist das hier für Flex? Sind hier keine Spieler? Fuck. Weil Wundi fragt, was ist mit mir los? Ich spiele halt eine Rolle, alles ganz gechillt. Ja, was los, Mann? Es geht. Warum ruft mich hier ein Thomas Wurstauflauf an, Alter? Mit dem kann ich doch gar nichts anfangen. Ich habe das nicht bestellt. Alter, was ist denn hier los? Bist du deppert, Alter? Sorry. Warum ich gerade anrufe, fragst du oder was? Warum ruft mich hier Thomas Wurstlauf? Wurst, weiß nicht, was da steht. Wurstauflauf an. Was ist das?
Nee, sorry, ich habe gerade was gesehen. Warum ich dich anrufe, ist folgendes. Ich da ist noch immer Thomas Wurstauflauf dran. Ja, das ist mein Deckname, jetzt chill mal. Was? Ja, was? Dann sag doch's doch gleich. Ja, aber Dabadu ist mein Deckname, ja. Hör mal zu, ich habe das jetzt fertig. Hast du Bock, irgendwas richtig krasses abzuziehen? Immer. Wir könnten sonst irgendwas überfallen oder ich weiß nicht, ein bisschen Hackmeck machen. Ja, mach mal Hackmeck. Komm, lass hier mal Cops nerven oder so. Mach mal hier was Gescheites für große Jungs, weißt? Boah, sollen wir eine Verfolgungsjagd aufbrezeln, dass wir die ein bisschen nerven? Mit geilen weiß Karten, nicht, Lan. Mach mal entweder das oder wir gehen was ausrauben hier. Ja, ausrauben können wir auch eine Tankstelle machen. Ey, lass Autohaus überfallen. Autohaus überfallen? Das kannst du doch gar nicht. Ja, lass ein Auto klauen bei den Vögeln. Haben die dort ein Auto zum Klauen? Also ich fahr sonst mal hin, ich schau mal. Wir könnten schon ein Auto dort klauen, aber dann müssen die auch eins aufgestellt. Scheiße, ich hab grad Zug gemacht. Sorry, Bruder, wow. mir ist beim Essen mein Handy in Mittelkonsole gefallen. Hat von selber aufgelegt. Alles klar, ja. Deshalb am besten. Ach, egal. Ja, scheiß drauf. Ich fahr schnell gerade zum Auto hin. Gleich schau, ob die da was stehen haben, sonst sage ich dir Bescheid. Ich bin gerade rot. Machen wir mal hier Hackmeck. Komm gleich. Weil wenn ja, dann kaufe ich einen Dietrich. Wow! Warte mal, ich hab gerade einen Unfall gebaut. Der fährt aber weit. Alles gut bei dir? Ja, ja, der ist gerade ein Krankenwagen, ist mir gerade reingedonnert. Er ist aber weitergefahren, weil er gerade einen Einsatz hatte. Die haben da ein Audi haben sie stehen und ein, so ein, was ist das, ein Lamm? Ey, Bruder, lass den einen hier, den Blonden hier, der hat mich abgezockt vorher. Lass den entführen, Bruder. Der Blonde? Ja, der Blonde. Was hat er denn gemacht? Der steht hier. Ja, vorne, der hat mich abgezockt. Ich wollte Rolls-Royce fahren, habe ihm Geld gegeben, er hat mich fahren lassen. Aber dann hat er gesagt, er ruft Polizei, weil ich ihn an die Palme geschissen habe. Der hat mir mein Geld nicht gegeben. Der schuldet mir noch 100.000, ey. 100.000? Warum? Warte mal, der hat jetzt Folgendes gemacht. Was hat er gemacht? Er hat dich abgezogen, weil er das Auto nicht verkaufen wollte, oder was? Und du hast ihm 100.000 gegeben, oder was? Ich habe dem 700.000 gegeben und er hat mir 600.000 zurückgegeben, voilà. Und dann habe ich ihn an die Palme geschissen, weil ich wollte mir das nicht gefallen lassen. Ja, aber warte mal, warum gibt er dir nur 600.000 zurück? Da muss ja ein Grund sein, oder? Das weiß ich nicht. Wenn ich vorbeifahre, die rufen Polizei. Also okay, wenn du drauf... Willst du ein Lösegeld für den oder was? Für den Typen? Ich weiß nicht. Oder lass irgendwen entführen, Alter. Ja, wir müssen schon wen entführen, der auch da Grund hat, dass wir ihn entführen, ne? Ja, die haben Cops gerufen. Nee. Grund ist, die haben vorher Cops gerufen, weil ich an Palme geschissen habe. Ja, du, ich find's eher krass, dass der dich abgezockt hat. Der darf dich, das ist ja ein Autohaus. Und der hat gesagt, du darfst nicht mehr rein oder was? Und der gibt dir die 100.000 nicht. Ja, Bruder, das war doch nur Spaß mit den 100.000. Bruder, ich wollte den abzocken, Bruder. Ich hab gesagt, der hat mir nur 600.000 gegeben. Da hat er gesagt, nee, er ruft jetzt Polizei, Bruder. Dann habe ich gesagt, nee, das geht nicht, ich scheiß dir jetzt zu Palme zu. Wie. Dann hat er gesagt, das kannst du nicht machen. Dann hat er Polizei gerufen, dann kamen die und dann war ich schon weg. Ja, weißt du was, aber wir nehmen einfach so ein scheiß Auto weg. Der fährt ja so einen blauen R8 fährt. Also ja, lass machen. Aber dann, weißt du was, wir gehen mit Waffen rein, weil ich weiß nicht, ob der noch dort ist. Aber dann führen wir... Warte, ich höre mir gerade überall Sirenen. Ich muss dir gerade... Ja, ich auch gerade. Musst du gerade weg. Ja, weißt du was? Ich hole schnell Waffen und Maske hast du eh noch gekauft, ne? Ja, ich hab noch Maske und Uzi. Ja, ich hole jetzt noch ein Ding, Dietrich, kaufe ich noch und dann klau mal die Karre einfach. Weil das tut ihm, glaube ich, mehr weh. Weil du willst ja nicht das mit dem anderen wehtun, sondern du willst ja ihm wehtun, weißt du? Nimmst du ihm die Karre weg, ist besser. Das tut ihm weh, verstehst du? Weil wenn du ihn entführst, das tut ihm ja nicht weh. Da ist er ja die angeschissene Person, aber... Ja, ja. Das Auto weg, das tut ihm am meisten weh. Ja, ja. Ja, das ist eine gute Idee. Dann steht der hier da im Auto, so ein Auto, der Kasper. Ja, ja, klar. Oh nee, ich bin gerade über Rot gefahren. Ich hoffe, er hat das nicht gesehen.
telefonieren tue ich auch noch. Ja gut, ich leg mal auf, ich geh mal Waffen kaufen, ne? Ja, ja. Wo fährst du da hin? Ich bin gerade beim Waffenladen in der Nähe von Weasel News. Ah, okay. Ich sehe dort bei der Tankstelle in der Nähe vom Strand dort. Ah, ja, ja. Ja. Ich warte bei Filmstudio. Beim Film, ja, okay. Welche Einfahrt, links oder rechts? Also die Richtung. So beim Hauptgebäude. Ich stehe dort bei Parkplatz bei Hauptgebäude. Achso, ja, gut, dann weiß ich. Ja, schon. Ja. Jawohl. Dann treffen wir uns da. Ciao. Ja, ja, ja. So Leute, jetzt gehen wir mal warten. Haben wir hier noch Donations hier? Chillhouse 02, danke für 99 Cent. Kenny Rosche, danke für 1,07 Euro. Also 7. Dann Kessler, achso, das haben wir schon alles vorgelesen. Trotzdem, so Metagaming hier, sorry. Kessler, danke nochmal für 5 Euro insgesamt. Dann Bananenbrot, danke für 1 Euro. Und Kenny Rosche nochmal für 1,07 Euro. Stimmt. Noch besser, das können wir nämlich schneller vollziehen. Wir machen einfach alles hin. Ich sollte nochmal tanken gehen. Ja, gute Idee. Danke, Leute, für die Info im Chat. Nächste Tanke. Das ist überall Sirene. Bin so ein richtiger Schisser. Bumm, müsste ich sein, ja. Wenn ich Pech habe, fährt mir jetzt irgendwo ein Kopf entgegen. Steht da einer? Hier. Die Tankstelle ist geil, oder? Sieht dich keiner. So, richtig da hinten auf anonym dahin chillen. Dass der Hobel Sprit frisst, nämlich. Weil das glaubt ihr mir gar nicht. Weil ihr glaubt, ihr könnt es im Stream sehen. Ich würde sagen, wir demolieren einfach die Autos. Wir machen davor voll Hackmeck. Im Auto aus. Was los, Lan? Macht denn der Bruder? Wo? Essen haben wir. Alles gut. Also, ich muss wieder zu den Filmstudios zurück. Die erkennen mich halt am Pulli. Das ist das Problem, denke ich. Aber scheiß drauf. Mach mal Stress im Auto aus, Leute. Mach mal Stress. Lasst er mich nur da rein? Doch Gegenfahrbahn. Warum fahre ich da jetzt gegen den Pfosten nicht, Vollidiot? Manchmal bin ich echt so bescheuert. Rudi, alles gut, ich war nur schnell tanken. Ja, ja, klar. Da ist überall gerade Sirene. Karre, ne? Ja, ich weiß, die sind eh abgelenkt, das passt eh. Bruder, ich habe noch eine bessere Idee als Wagen klauen. Warte mal, Bruder. Ah, ich habe extra Dietrich bei mir, aber was brauchst du denn? Was ey, lass den einfach demolieren, aber vollkommen, alle, die ganze Autohaus. Lass einfach voll Hackmeck nee, machen. Platten schießen ja, und so. Ich hab jetzt extra Dietrich dabei. Das ist 10.000 mal besser. Ja, währenddessen weißt du Auto klaust, mach ich Hackmeck. Ja klar, du hast eh Maske dabei, oder? Willst du jetzt schon aufziehen, oder was? Klar, machen wir jetzt durch. Aber weißt du was, wir müssen mit einem Fahrzeug fahren. Weißt du, was die Scheiße ist? Das Problem ist, wenn ich das Auto klaue, ja, und ich fahre damit weg. Oder guck, wie fresh. Mit seinem Auto wegfahren, weil sonst haben sie uns. Schau mal an, wie ja, fresh ich bin. Hast du mir gerade zugehört? Ich hab dir gerade zugehört. Deiner ist aber schneller, Walla. Ja, ja, schneller. Deshalb denke ich mir so, wir fahren mit dem rüber. Du kriegst dann die Karre von mir. Wir fahren zusammen mit dem und weißt du, was du machen könntest? Du könntest hier dann Auto tauschen. Wenn sie sagen, so ein schwarzer Mercedes-Benzer, dann fährst du hier hin und tauschst deinen Wagen gegen den hier aus, okay? Boah, das ist. Idee. Ey, du bist. Habe ich dir schon mal gesagt, dass du Genie bist? Ja, klar, ich bin größte Genie in ganz LA, Bruder. Bruder, warte mal, lass mal kurz abchecken. Ja, warst du jetzt Maske auf oder nicht? Ja, schon mit Maske, warte mal.
Okay, naja, ob mal, checken, ob Polizei da ist. Ach komm, das ja, ist Full House. Da ist Full House, Bruder. Scheiß drauf, gib mir wie lange brauchst du? Die Karre. Nicht lange. Zwei Minuten. Hinhalten. Zwei Minuten. Du holst in den Raum. Nein, okay. So, alle mal jetzt der Eckmeck da, was ist da los? Alle Hände nach oben, Hände nach oben. Ey Bruder, hast du ein Problem? Mach die Hände nach oben. Geht doch, komm, mach ich wollte gerade ein Lambo kaufen, was soll die Scheiße? Du sollst die Hände nach oben machen. Der weiß nicht, wie man Hände oben macht. Der hat gerade die Cops gerufen. Ja, warte, bleib mal stehen. Ach, Scheiße, Mann. Auf den. Und der hat keine dummen Sachen hier machen. Ja, alles gut, alles gut. Komm. Jetzt will ich den Lambo aber kostenlos haben, ne? Bruder, mach auf. Ja, Moment mal. Ja, ich bin schon dabei. Entschuldigung, das ist meiner. Du kriegst gleich Kostprobe. Wehe, einer macht hier falsche Bewegung, ne? Ich schwör's euch. Du mach deine Hände nach oben. Da wollte der gerade... Der Typ hat ein bisschen was an den Ohren. Ey Bruder, die Cops! Ich biete die Hände hoch! Bruder, das Scheiße, sind die Cops! Ey, pass auf, die können eh nicht durchschießen, Die können durchschießen, Bruder! Was, die können durchfliehen? Ey Bruder, ist alles okay, also... Och du Scheiße! Hände hoch, LAPD! Hände hoch! Kommen Sie mit der oben hinten raus! Ich hab sie! Waffe weg. Alle Waffen weg. Hallo, hallo. Ist alles gut? Alles gut. Hände hoch. Das werden wir nachher klären. Hände hoch. Wir klären das gleich. Der Herr mit dem grünen Hahn ist nicht mehr da, oder was? Nein, ich bin hier. Hier ist keiner. Wow, alles gut. Ich bin hier Mitarbeiter. Au! Ja, wir müssen das nur kurz klären. Zieh auch die Hände hoch. Wir müssen das klären. Ich frage mich, wer den Notfall und bin erst gerade gekommen. Scheiße. Ja, wir müssen da kurz die Situation abklären. Sie sind alle nicht festgenommen, sie sind nur angehalten. Alles klar? Ich habe nur gerade eine Probefahrt gemacht. Aber nicht so fest hier. Nein, das, ja, ich, bei mir gibt es nur fest. Ah, okay, fest. Okay, nur fest. Ja, ist gerade ein bisschen abwesend, glaube ich gerade. Ach du Scheiße, was denn hier passiert? Felix? Könnte ich eventuell, ja bitte. Ich weiß nicht, hier was ist hier passiert? Waffen, Schießerei, ja, ich kam hier vor eine Probefahrt zurück, dachte ich, was geht jetzt ab? Dann bin ich direkt hier draußen hinterm BMW. Die haben uns hier mit Waffen bedroht und wollten mein Auto knacken, hatten aber dann die Polizei im Auge und dann konnte ich sie erschießen, weil Gott sei Dank Hausrecht, weißt du? Ich hatte ja eine Waffe. Hat die Polizei gerufen. Du hast die beide erschossen, oder was? Ja, ich habe sie beide erschossen. Die Ambulanz? Was? Ja, was also denn? Die haben auf den Kunden geschossen. Er hat uns erschossen. Also ich bin echt geschockt als Kunde hier. Läuft das immer so? Nein, tut mir leid, dass er das jetzt so. Nee, also ich glaube, ich kaufe hier nichts mehr. Er hat uns erschossen. Ja, nee. Das ist ihre Entscheidung. Felix, haben die jemanden angeschossen oder? Ja, den Herrn dahinten ist alles in Ordnung. Aber hast du da? Sie können ruhig aufstehen. Der Autohändler hat uns erschossen. Geht leider nicht. Ich bin gefesselt. Ich brauche meine Hände. Ja, ich hab die Rettung schon los. Ja, passt wunderbar. Ich denke mal, warum kann der durch die Scheibe ballern? Da bin ich ja gerade froh, dass ich auf Probefahrt war. Wo soll ich mein Kunde hin? Sie können aufstehen. Scheiße. Geht leider nicht. Nee, gerade nicht. Okay, dann. Cops sind halt so schnell da. Warum? Sind die immer um die Ecke? Okay, ich hab da gerade eine. Okay, sie sind hier wirklich angestellt. Ja, klar. Haben Sie auch einen Legalen Waffenpass? Ach du Scheiße. Ja, natürlich. Kobi, ich weiß nicht, was hier abgeht, aber... Wir haben den Waffenschein hier für die Selbstverteidigung. Ich dachte auch, die Cops haben uns erschossen, dabei war es der Autohändler. Luxuswagen verkaufen und... Ja, Sie bitte mal... Boah, ich hätte nie gedacht, mal weggehen dass ich... Da mit dem Schwarzen. Ich arbeite aber hier, nur so. Also weit weg oder einfach hier hin? Ist hier gut? Ich nehme Ihnen mal die Handschuhe ab, ja? Ja, alles aber bitte, das gibt Rache, aber sowas von. Am besten, sie legen sie außer, Leute, wir spielen ja RP, Leute. Ah, ja, weil es mir passiert.
Wenn ich revived werde, dann können wir eine Rache machen. Wenn nicht, dann nicht, ne? Weil dann vergesse ich alles. Nein. Wenn wir jetzt wirklich gestorben sind. Ich habe geschossen, genau. Ja, genau. Wollen Sie mal einen Waffenschein sehen? Was ist sehr gesund und kann super schwimmen? Vollkornboot. Haben Sie kontrolliert? Passt. Ja. Scheiße. Nee, ich hab zumindest zwei Schüsse auf den Hirn mit der weißen Jogginghose abgegeben. Rettung ist auch angetroffen. Ja, genau. Und, Kollege hat das Auto nicht geschossen. Das waren nicht beide. Die wollten nämlich, Entschuldigung, darf ich ganz kurz? Die wollten mein Auto aufbrechen und als jemand geschossen hatte, Ja, alles gut. Guten Tag. Sind in Deckung gegangen. Und Einmal bitte weggehen. Danke. Es gibt Rache. Ich liebe Entdeckung, bevor die da wieder aufstehen. Officer Nixon, halten Sie bitte Liefel bereit? Ja, Liefel, verstanden. Dass irgendjemand die Festnahme bereithält, die Festnahme bereithalten. Sie brauchen jetzt nicht darauf rechnen, dass die jetzt direkt reagieren werden. Ich werde jetzt hier erstmal jede einzelne Person wiederbeleben. Was? Und danach muss man schauen, wie man sie eventuell ins Krankenhaus verfrachten kann. Ich bin hier. Stand clear. Push to shock. Was? Wo bin ich? So, der Mann im Schwarzen. Oder was ist das, Alter? Könnten Sie mal bitte den Mann hier mit der Maske einmal wegbewegen, sonst kann ich den anderen nicht wiederbeleben. Aua, was das, Lan? Wo soll ich denn hingehen? Täter. Hier? Sie bleiben schön hier. Danke sehr. Kommen Sie her. Verkauf von? Ja, bitte. War der Herr mit verwickelt? Mit angewickelt? Nee, der ist hier bloß umgestanden. So, ich hatte mir ihre Autos davor angeguckt, auf einmal hatte ich einen Schlag bekommen von hinten. Sie haben die Hände aber auch nicht hochgemacht. Boah, ich verblute! Ja, eigentlich schon, aber meine Muskeln sind erschlafen und in dem Moment hat das mit gekriegt. Du lässt mich hier fallen! Wir kommen noch eine zweite Ambulanz. Da kommt aber eine zweite. Alles klar. Ah ja, wunderbar, perfekt. Herr Officer, ich will mir auf die Trage legen, mir geht's nicht gut, Sie müssen mich wegmachen. Ich kann mir so ja, können Sie den F1 Legen Sie sich bitte auf die Trage bei dem Händler. Ja, geht ja nicht. Entschuldigung, guten Tag. Erste Frage, können Sie den F1-Muskelbau betätigen? Eben nicht, solange ich gefesselt bin, geht das nicht. Das habe ich doch gesagt. Na gut, dann nehmen wir den Vollgas zu machen. Ich bin mir gerade auch nicht sicher, ob sie das. Ich bin schwer verletzt, es tut alles weh. Ich bin hier gerade fix und alle, ey. Können Sie jetzt den F1-Muskel betätigen? Haben Sie dem die ganzen Waffen abgenommen? Ja, natürlich. Entschuldigung, die State Police hat Kaugummi am Schuh. Alles klar, wunderbar. Natürlich. Dann einfach liegen bleiben, einmal. Wo machen hier tragen Babys? Bitte. Moment, aber so, dann. Herr Conley, Sie fahren bitte, Sie begleiten bitte den Krankenwagen mit dem Fahrzeug. Ja. Oder her drin, mit dem weißen Streifen da. Ich spüre Blut in meiner Lunge. Felix, dir geht's gut, ne Felix? Ja, ich bin ja bloß fix und fertig, muss dann erstmal... Ich kann mich nicht drauflegen. Ich bringe immer schon mal einen Rettungswagen. Schiff, meinen Sie den? Ich bin gefesselt. Ja, der gerade abtransportiert wird, schnell. Ja, ich hab ja auch... Ich bin direkt aus dem Auto ausgestiegen, bin direkt hier reingekommen. Ich weiß nicht, wo der Herr mit dem Auto ist. Aber weißt du, was schlimm ist? Es gibt schon wieder Stress mit dem Chef, weißt du? Deputy Amonte. Wieso Stress mit dem Chef? Es wurde nichts geklaut, Felix. Ist alles gut. Ich kann mich nicht bewegen. Alter, ich hab mit auf die beiden geschossen, Mann. Ich hab vom Haus aus. Ja, was willst du denn tun? Wollen Sie sich auf die Trage legen, damit es Ihnen besser geht, oder? Nicht so. Ich kann mich nicht bewegen. Ihr müsst mir abnehmen und fesseln. So, dann legen Sie sich auf die Trage.
Der Deputy wird sie ins Krankenhaus begleiten. Herr Officer, ich würde gerne was essen, weil ich gleich verhungere, aber ich kann meine Hände nicht bewegen. Sie. Es tut so weh. Na Gott sei Dank, du sollst sein. Es tut so weh. Ich brauche Hilfe. Au. Ich spüre mein Bein nicht mehr. Ich spüre nicht mehr. Oh. Alter, das ein Satz mit X, das war wohl nix. Uff. Ganz, ganz dickes Uff. Komm mal wieder in den Häfen. Scheiße. Mann. Scheibengeister. Das war gerade wirklich für die Fisch. Ja. Oh. Hallo, sie da im Mantel. Was ist denn? Oh. Ah, jetzt muss. Oh. Was guckst du so? Das haben wir gleich, gell? Brieftasche, den man eben anschauen kann. Ich glaube, ich bin auf den Kopf gefallen. Was guckst du ich so, glaub, Blatt? Ich hab. Ach Gott. Bin ich auf den Kopf gefallen? Ich bin auch auf den Kopf gefallen, oder? Ich glaube, ich bin auf den Kopf gefallen. Ja. Ich schau mal eben kurz in ihre Brieftasche, ja? Dass ich einmal weiß, wie ich sie ansprechen kann. Ja, wunderbar. Herr Rumpe, alles ich klar. Martin Rumpe, wunderbar. Wer steht hier? Ich lieg nur da. Wo steht genau vor mir. Warten Sie mal, ich muss irgendwas abklären. Ich lieg mitten am Gang. Kann ich jetzt endlich Burgerbrater werden hier? Herr Officer? Ich bin noch hier beim Bewerbungsgespräch bei Burger King. Ich mach was ist euch denn eigentlich ich stimme auf. Was? Ich kann nicht auf. Komm so kurz mit. Greif nicht ins Hüttenfeld, das ist nämlich heiß. Darf es noch ein Zwiebelring sein? Halt mal deinen Schnauze da drüben! Ich mach dir keinen Burger hier, wenn du so bist. Ich kündige hier gleich. Hier drüben sind die Zwiebeln, da sind Schwammel. Wollen Sie vielleicht noch mal kurz aufstehen und noch mal ist das hier drüben? Versuchen, sich aufs Bett zu legen? Ich lieg schon kann ich meine Burger braten. Ich tue hier meine Burger braten, kann ich hier. Ist ja cool, warte. Meine Knochen. Meine Burger jetzt, ja. Kannst du mal deine Burger mit nach Hause nehmen, Blatt, und daheim machen? Bruder, ich mach mir jetzt frische Burger hier. Halt dein Schnauze. Ich hab Schmerzen. Ich mach jetzt die Burger. Hallo? Ich mach jetzt die Burger frisch. Bin ich hier nicht bei dem Bewerbungsgespräch für Burger Patties bei Burger King? Nein, aber ich mach doch jetzt gerade Burger hier, frisches Barbecue-Burger. Warte mal, ich zeig dir. Ich hab doch jetzt extra hier angezündet den Grill. Jetzt ja, so, jetzt können Sie damit bitte aufhören, hier stehen elektronische Geräte. Ja, das ist ja okay, das ist ja ein elektronischer Grill, da haben Sie recht. Ja, nee, ich mach jetzt einen Burger fertig. Da drauf stehen elektronische Geräte, die kaputt gehen können. Könnten Sie damit bitte aufhören? Dann kriegen Sie halt keinen Burger von mir. Wunderbar. So, ich habe jetzt gerade mal von dem Officer gehört, was denn überhaupt passiert ist. Ja, das wird ein bisschen brennen.
Na, das tut weh. Das tut weh, Blatt. Nein. Ich glaube, sie waren in einer Schießerei. Das tut weh. Das tut weh. Das tut aber weh. Nein. Ich schon vorbei. Das tut weh. Ich höre nichts. Sehr so laut da drüben. Meine Drama Queen. Ich gehe gleich mit Kopf zur Decke. Wollen wir sie einmal verlegen? Herr Rumpel. Ich habe mir gerade einen Bewerbungsgespräch. Halt doch selber deine Fresse, Blatt. Burger braten. Ich bar... Ja, Alter, Bruder, ich brate den besten Burger. Ich stopf dir gleich Burger in deine Fresse, Mann. Ja, Alter, können Sie die bitte verlegen? Hallo, ist hier irgendwo... Ja, Herr Rumpel, können Sie vielleicht... Ja, kommen Sie mal eben kurz... Kommen Sie mal eben rauf auf die Trage, dann verlege ich sie. Ich werde dir gleich was anderes verlegen. So, entweder sind Schuldig-These. Was ist mir lieber? So. Oh. So. Schaut so aus, als wäre ihr Arm gebrochen. Das spüre ich selber. Ja. Kriegst dann einen Gips von mir und das wird jetzt natürlich ein Weilchen dauern, gell? Boah. Oder. Wie kann ich dann meinen Döner essen? Ich kann mit einer Hand keinen Döner essen. Jetzt kriegst. Ja. Dann gibt's nur noch. Flüssigdöner. Ekelhaft. Ah, Suppe, Dönersuppe. Kennen Sie die? Was für Suppe? Dönersuppe. Was? Marcel? In dem Raum. Geht doch. Bruder! Was? Marcel Hartwig, 50 Euro, so an das letzte Mal für heute. Da weg. Was? Der Weihnachtsmann geht jetzt raus, weil der Weihnachtsmann geht auf die Kinderabteilung. Was für Dönersuppe? Hier drin ist ein Gewaltstraftäter, der gerade mehrere Menschen versucht zu töten. Das Einzige, was super ist aus Döner, ist, wenn Döner zu scharf am nächsten Tag kommt Suppe raus auf Topf. Ja? Aber richtig. Sperren Sie das bitte ab. Sie gehen jetzt, Marcel, Sie verlassen Sie bitte das Ganze. Dankeschön. Oh mein Gott. Haut mein Herz rein für Marcel. Das haben Sie gemacht, bevor Sie in haut mein Herz für Marcel rein. Was? Wo ist Spinne? Wo ist keine Spinne? Können Sie mir das erklären? Der Officer hat eine Spinne am Fuß. Der müsste kurz einmal hüpfen und vielleicht. Ich hab Angst vor Spinne. Wo ist Spinne? Nein. Na, Sie müssen sich schon machen. Oh, mein Arm. Ja. Ich hab die Spinne zerquetscht. Oh, ich hab Angst vor Spinne. So. Ich weiß nicht, ob sie jetzt im... Ah, mein Arm ist gebrochen! Der Polizei irgendwas zum Schonen haben, aber er müsste halt... Ja, das... Keine Sorge, der wird geschont bei uns. Achso, ja. Was für Schonen, ich muss Seife aufheben, lass mich raus hier. Ich schwöre, ich heb dir eine Seife auf. Lasst mich doch. Mein Arm ist gebrochen, ihr Verbrecher. Und du guck nicht so. So, wo ist der zweite? Oh. Das ist immer falsch. Warum muss ich mit Kopf durch die Wand? Eins links. Sehr, sehr stark unter Schmerzmitteln. Nee, der ist ganz stark unter Schmerzmitteln. Okay. Sollte ihn auch einen Burger braten, ich hab vorhin zwei Burger braten. Radine, du musst zur Sicherheit hier, ne? Der Kommissar geht um. Was macht der jetzt? Ich hätte gerne einen Krabbenburger. Ja. Warten Sie mal eben. Können Sie bitte das Rauchen im Krankenhaus und das Rauchen? Kommen Sie mal, Schau, der Kommissar geht um. Wo ist er denn jetzt hin? Wo ist er denn hin? Wo ist er hin? Achso, ja, da liegt dein Bett drin. Ich geh jetzt hier Burger braten, ja? So, Ihnen geht's anscheinend wieder gut, oder was? Ja, schaut so aus. Den geht's beiden wieder. Betthupfer! Burger braten. Ja. Ich will Burger braten, Rudi. Ich will Burger braten. Was soll denn das? Was willst du mit deinem Burger, Alter? Mach Döner. Und du hier dein Spritzpistole weg. Oh, es brennt. Da siehst du, es brennt. Ja, das sieht hier aus wie von Toys R Us. Hier brennt's. Alter, da ist voll hot. Aufpassen, jetzt brennt's hier. Es raucht und brennt. Oh ne, ich glaube, ich habe meinen Pfannwender angezündet. Was bist du für ein Idiot, Mann? Ich habe meinen Pfannwender angezündet. Was bist du für ein Idiot, Mann? Ey, der brennt. Der brennt. Mein Pfannwender brennt, Hilfe. Ja, das ist normal. Du bist so ein Idiot, du Vogel. Sollte der nicht...
Ich hab meinen Pfannenbänder angezündet, das war glaube ich. Ja. Oh, was ist denn? Schon. Haben Sie den Aufhänger? Guck doch nicht so. Wer hat denn den Hausmeister hier bestellt? Passen Sie auf, dass Pfannenbänder da brennt. Ja. Ne, das Kranken, das Gefängniskrankenhaus ist auch die haben wir in der werden das auch schon schaffen. Hilfe? Ich hab Ihnen gesagt, mein Pfannenbänder brennt. Ich kann mich hier nicht hinsetzen, wenn mein Pfannenbänder brennt. Komm, ja, ja. Zum PD. Oh, was? Ich glaube, wir verlagern mal alle ins PD. Gleich ins PD oder ins Staatsgefängnis? Ins PD. Ah, ins PD. Alles klar. Gut. Und ich flieg wie ein Flieger, bin so stark wie ein Tiger und so groß wie eine Giraffe, so hoch. Oh, oh, oh. Gar kein Tischendorfer, gell? Shut up! Was? Marcel Hartwig, Bruder? Was? Nicht mit langen blonden Haaren. Und ich flieg wie ein Flieger, bin so stark wie ein Tiger und so groß wie eine Giraffe, so hoch. Wow, oh, oh, heute ist so ein schöner Tag, la 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 la. Heute ist so ein schöner Tag, la 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 la. Und ich flieg wie ein Flieger, bin so stark. Hallo, ich kann auch von selber gehen. Stark wie ein Tiger und so groß wie eine Giraffe, so hoch. Oh, 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 heute ist so ein schöner Tag, la 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 la. Heute ist so ein schöner Tag. Nein, das vielleicht ein Waschlappen. Jetzt stehen sie endlich auf und gehen sie mit. Marcel Hartwig, Digga! Nochmal ein Herz hier bitte für ihn. Da geht einer raus. Oh, Bruder! Hallo? Silo mit Katzenmaske. Echt, Katzenzinger! Ich bin nix Katze. Oh. Na, Herr Kollege, da kann er nicht rein. Wir kommen bitte mit, sie kommt daher. Kommen daher bitte, Katzenauge. In nix Katze. Wenn sie reingehen, kriegen sie auch Katzenfutter. Ich will Arschwasser. Da mach ich jetzt mal Barbecue. Habt ihr Arschwasser lang? Ich brauch Arschwasser. Diese geile Burger mache ich mir hier jetzt. Sehr gut, Herr, nehmen wir jetzt alle Feuerzeuge oder Streichhölzer ab. Ja, ich rück mal aus. Darf ich da drin rauchen? Alles okay. Ja, ist alles okay, Brudi, ist alles okay. Das heißt immer noch so. Warum nehmt ihr mir mein Werkzeugkasten weg? Boah, Alter, da siehst du ja voll jung aus. Da ist Werkzeug drin, deswegen. Ja, voll jung aus. Gut, hat er sonst irgendwas dabei? Schauen wir mal. Haben Sie irgendwas dabei? Ja, ich hab alles weggenommen, was gefährlich wäre. Bruder, jetzt geht's aber hier richtig mal los hier, ne? Mal wieder waschen. Okay. Wie am Ganges wasche ich mich hier. Guckt mal zu hier. Ja, das Wasser ist sauber. Das habe ich gesehen, Blatt. Ja. Okay, sperren wir's gleich ein. Ich hab hier gesehen. Guck hier. Gut, Lieutenant, nix, machen Sie das bitte. Das ist mir ein bisschen zu viel. Der da ist Lieutenant, oder was? Der ist Lieutenant. Du mich zuerst um die singende Muschi. Was ist das hier, Blatt? Komm mir nicht zu nahe, so werde ich du mich grad waschen. Das ist mein heiligstes Ritual. Ja, eine Katzenwäsche, gell? Mach Katzenwäsche hier, so will ich William scheren. Daher. Geht's dir noch gut? Ja. Ah! So, Leute. Wir sind im Häfen. Wir haben die Cops gemobbt. haben wir dir gerade. Wir haben schon wieder ein neues Lied. Stark wie ein Tiger und so groß wie eine Giraffe, so hoch. So, jetzt Marcel Hartwig sein Text. Okay, sorry, aber das jetzt das letzte Mal 107 mal anders. Liebe Grüße an die Tiger Army. Warte mal, bei mir ist die Cam gerade spacken gegangen vor lauter Kacke. Was war das jetzt hier, Blatt, Alter? Nur weil du kein Burger hier machen kannst. Ja, Bruder, wir sind jetzt wieder zusammen, Alter. Jetzt sind wir wieder zusammen. Boah, lass Ghetto Faust. Du hast mir meine Brille gerade vom Gesicht geschlagen. Komm her. Ja, klar doch. Jetzt liegt die da. Ist mir zu viel. Jetzt liegt die da. Ich mach mal Gruppenzelle. Blatt, ich leg mich unten rein.
Ah! Währenddessen du hier schläfst, mache ich kurz Wäsche. So. Oh, weißt was? Wir können noch rausgehen, ein paar Leute verprügeln. Hier ist einfach besser, weißt du? Hier ist ja, das Wasser chillen, hier. Ganzen Buch lesen. Ich finde das irgendwie richtig kacke hier, weil hier hat keiner in den letzten 10 Stunden sein Backen hier drauf gespreizt, Bruder. Das ist alles gereinigt hier. Das ist kein Qualitätsarschwasser, probier mal. Das ist nicht gut, Mann. Weißt du was, ich probiere? Warte, pass mal auf jetzt. Pass mal, was ich probiere jetzt. Guck mal her. Mach jetzt hier nicht den Zauber-Magic. Was war das? Doppelter Immelmann hier oder was? Aua. Nee, ich wollte mich da reinwulzen, da ins untere. Weißt du, ins untere Verdeck. Warte, ich probier's mal. Oh, Bruder. Jetzt mal Real Talk hier. Wer hat uns hier eigentlich erschossen, Lan? Ja, hast du gesehen, wer. Ich weiß, wer es war. Das war dieser Blondschopf, ne? Dieser Barbie hier. Ja, ja. Ja, dieser Felix, glaube ich, wie der heißt. Das ist Barbie-Puppe. Ich habe mit dem vorher Bentley, ja, habe ich pink lackiert, habe ihn auf Beifahrersitz gesetzt und habe gesagt, I'm a Barbie Girl. Ja, ja. Ja. Komm, geh mal ein paar Leute verprügeln. Komm. Ich lass den nachher kloppen gehen. Nee, du, der hat schon genug mitgemacht. Glaub mir, sein ganzes Autohaus ist im Arsch. Da will jetzt keiner mehr einkaufen. Ja, wer ist hier eigentlich der Chef von dem Autohaus? Das ist voll die Pfeife, habe ich gehört, Alter. Wer stellt... Was ist das? Guck dir den da hinten an. Der glaubt, der kann hier Disco bumpen mit uns. Ich zeig dem jetzt, was Disco bumpen ist. Aua. Jetzt sind fett am Arsch. Jetzt sind wir Häfen hocken gegangen. Kann ich den Smarter klauen? Ich will den Smart haben, bitte, ich will den Smart haben. Dann kann ich sagen, ich habe Smart geklaut. Oh mein Gott. Bruder, ich habe Smart geklaut. Guck mal her hier. Steig ein hier, Bruder. Nach 2 Sekunden, Brudi. Weißt du was, ich fahr nach Hause. Ich habe keinen Bock mehr auf die ganze Scheiße. Ey, ich fahr jetzt zum Autohaus, Alter. Willst du sie nochmal fertig machen, oder was? Ey, ich mache jetzt aus dem hier Döner. Aber warum? Wir haben jetzt nichts mehr. Und nochmal gehe ich nicht in den Knast wegen dir. Wir gehen euch in den Knast. Weißt, ich sag dem einfach was. Ich gehe jetzt, ich fahre jetzt mit Smart Eltern, hier rein. Wir haben das Hausverbot. Ich hab hier kein Hausverbot. Das Hausverbot habe ich, wenn ich sag, dass ich eins hab hier, Walla. Ja, aber du hast gerade, wir haben gerade vorhin den Überfall mit Waffen bedroht. Glaubst du nicht, dass der uns... Die wissen nicht mehr, wer wir sind. Glaub mir, Bra. Ja, klar wissen die das, wer wir sind. Ich fahr da jetzt aber dorthin. Aber wir waren ja maskiert, ne? Ja, gut. Ja, Bra. Die Polizei kann ja sagen, wer wir waren. Die Polizei sagt doch, wer wir waren. Mein Gott, ey. Trotzdem, ich park den jetzt ein Smart hin und lass den dort stehen und dann gehe ich. Marcel Hartwig auch noch VIP, Bro. Du bist der Beste. Dankeschön, Marcel. Leute, lasst noch mal ein Herz für Marcel da. Und wenn ihr hier neu seid auf dem Channel, lasst doch gerne ihr kostenlosen Abo da. Auf Ehre. Dankeschön. Ehrenmann, Marcel. Ey, aber ich muss dir sagen, Smart ist richtig geil. Wollen wir tunen fahren? Smart-Tuning und so. So mit Chromfelgen. Er redet nicht mit mir, der Bruder. Was ist da los? Ich will denn jetzt den Smart schenken. Pass auf jetzt, Leute. Mobbing im Autohaus. Schaut mal hier. Was macht denn der, Bruder? Ich stelle jetzt den einfach den Smart hin.
und sagt, da habt ihr Geschenk von mir, Bruder. Einfach reingestellt. Ey, da ist ein Kopf, du kannst da jetzt nicht reinfallen, wir werden direkt nochmal festgenommen. Bruder, das... Au! Ach, das kannst du doch nicht machen. Komm schnell weg, hier, Bruder. Du bist so ein Vollidiot. Ich sag doch, das ist eine scheiß Idee. Ich sag dir, das ist eine scheiß Idee, jetzt sind da 10.000 Cops vorne. Schau, der rennt uns schon hinterher. Du bist ein Vollidiot, bist du. Alter, der tasert gleich, ne? Ich würde, du bist so ein Vollidiot. Was, Lan? Ich hab nichts getan. Ich hab dir gesagt, das ist die schlechteste Idee, die du machen kannst. Die schlechteste, was machst du genau das, was ich gesagt habe, sollst du nicht machen. Wie der einfach den Wagen reingestellt hat. Heißt es, wenn ich da jetzt, glaube ich, runterfliege? Irgendwo ein Schacht oder so? Und auch nirgendwo runter, ne? Scheiße. Wobei beginne ich im RP. Wie kriege mich da eh nicht runter? Was mache ich jetzt? Verdammt. Kommt auch nicht mehr hoch, ne? Kacke, was mache ich? Oh ne. Kommt da nicht mehr hoch? Bin da oben eingesperrt. Scheiße, ich käme am Balkon. Ich leg mich dann mal hin. Scheiße. Kommt da auch nicht mehr hoch? Scheiße, Mann. Warum lasst er mich nicht hoch hier? Und gut, dann chill ich halt hier oben und tauche mir meine Jig an. Scheiße. Sag, das ist jetzt mein Balkon. Ich hab einfach das Auto dort reingestellt habe. Einfach den Smart reingestellt und zugesperrt. Ey, so geil, Alter. Oh mein Gott. Es ist einfach so balsam für die Seele. Einfach mal so richtig Scheiße bauen mal wieder. Ich kann nicht springen, weil die haben das ganze scheiß Gebäude hier umstellt. Das ist Kacke. Das ist richtig Kacke. Leute. Kann nicht springen. Bin überall Cops hier. Schau mal, hier auch. Überall hier scheiße. Die haben mich überall blockiert hier. Ich chill jetzt hier oben und mach hier mir mein Para. Scheiße, das kann mir auch keiner abholen. Mann! Marcel, aber jetzt habe ich Zeit für Marcel. Ehrenmann, danke nochmal für 107 Euro. Also, ich weiß gar nicht, wie ich da danken soll. Also, ohne Scheiß, vielen, vielen lieben Dank, ne, von
So, von meiner Seite. Vielen, vielen lieben Dank. Bruder! Was ist los? Wo bist du, Bruder? Ich habe gerade in der Spiele mein Geld verzockt, weil ich ein bisschen Geld noch haben wollte. Ich habe gerade 4000 verzockt. Und bei dir? Oh, so? Scheiße, Bruder. Ja, Bruder, ich stehe hier auf dem Balkon, ne? Und komme nirgends mehr wo weg und bin mit Polizei umstellt, Bruder. Ja, okay. Ja. Hilfe ist irgendwo nichts, ne? Ja, ja. Kannst du mir irgendwie helfen? Ich muss hier weg. Nee, ich kann dir nicht helfen. Du hast die Idee gehabt. Ich habe gesagt, das ist eine Scheiße. Aber die war doch gut, Alter. Einfach Auto reingestellt und weg. Ja, warte, stehst jetzt oben und die umstellen dich. Ja. Du kannst runterspringen, du Vollidiot. Ich bin auch runtergesprungen. Ja. Wo soll ich hinlaufen dann, Blatt? Ja, keine Ahnung, ich bin weggelaufen, hab mir das Auto genommen. Ich habe mir jetzt erstmal Stresszigarette angemacht. Ja, keine Ahnung, mach was du willst, du kannst runterspringen. Einmal überlebst du es, zweimal nicht, ich muss jetzt ins Krankenhaus. Ja, die nehmen mich fest, wenn ich runterspringe. Ja, hättest du das früher gemacht. Ah. Hacke, hättest du das früher gemacht, Gudi. Ey, du könntest mich mit Hubschrauber holen. Ja, klar. Sonst noch was? Vielleicht soll ich mit einem UFO kommen oder so, ne? Ne, mit U-Boot. Ne, ich... Ja, scheiße, genau. Bruder, was mache ich? Ich hole ein U-Boot und dann hole ich dich ab, weil das deine Idee war. Wo du uns wieder in die Semmel Bruder, ich hab dich halt, ich hab dich schon so oft aus der Scheiße gerettet, Bruder. Ja, ich rette dich jetzt nicht. Ich weiß was, ich fahr mit dem Auto vorbei, wenn ich eins find. Offen steht, dann komme ich vorbei. Ich bin da hinten, weißt du, wo der Parkplatz ist von dem Autohaus hier, von dem Blatt. Hinten aber, und dort ist so ein kleiner Balkon und da stehe ich drauf und ich komme aber nirgends mehr wo weg hier. Okay, aber da ist überall alles mit Polizei hier umstellt, also ich glaube, wenn du reinfährst, dann bist du auch Meier. Ja, ja, du, ich schau grad, ob ich ein Auto finde, ja, was unauffällig ist. Ja, ja. Also bis gleich, ne? Ja, oder? Tschüssi. Ja. Hier mit der Chick. Die holen einen Hubschrauber. Ihn an. Alter, das mit dem Auto aus war einfach gerade so legendär. Ich nehme mich mit der Chick still. Ach, der Hubschrauber da oben. Fragt Sonja, ob ich ihn echt auch rauche. Nein. Ja, wie ich da oben chill, aber keiner kann was machen. Was ist da los? Also ich habe nicht einmal Waffen. Sie können mich nicht einmal so einfach erschießen. Ich chill da halt einfach. Landen die gerade am gegenüberliegenden Dach? Alter, was machen die da für einen Großaufstand? Nur weil ich da gerade eben... Oh. Alter, was ist da schon wieder los? Ah, ich... So eine Scheißsituation gerade. Das ist gerade so eine Kacksituation. Weißt du was, ich mach Selbstmord. Oh mein Gott. Selbstmord. Mein Gott, was mache ich jetzt? Komm, hör auf zum Rauchen. Kommt mir keinen Schritt näher oder ich werde springen. Ja? Verdächtige. Oh mein Gott. Keinen Schritt näher. Oder ich springe. Ich werde springen. Ihr kommt mir nicht mehr nahe.
Ja? Kommt mir keinen Schritt näher. Ich schwör's euch. Alles gut, beruhigen Sie sich mal erstmal. Ich werde springen. Nein, alles mit der Ruhe. Warten Sie. Ich werde sowas von runterspringen. Scheiße, warum geht das Auto nicht? Ey, wir hätten's geschafft, wir hätten's geschafft. Was ist das für eine Scheiße, Alter? Die Türen waren ja offen. So eine Scheiße. Was soll die Scheiße, Alter? Die Türen waren offen. Ey. Wo ein Bullshit, Alter. Ich schwöre, die Türen waren offen, aber kennt ihr, es hat schon... Medic, ja? Es hat den Bug ja schon öfters gegeben, dass man nicht reinkommt. Das ist doch so eine Scheiße. Da hat wieder irgendwas mit dem Door-Unlock nicht funktioniert. Mann! Das ist so ein Scheiß, jetzt komme ich wieder in Häfen. Ey, so ein Bullshit. Ich konnte ihn leider nicht mehr retten. Was ist mit unserem Kollegen? Hat denn wer schon gefunden? Der Chef sollte das eigentlich machen. Frau Ärzte, Sie sollten einmal springen, bitte. So, jetzt geht's. Also, der Unfallhergang, der Herr ist aus vom Dach runtergesprungen und wollte in ein fremdes Fahrzeug einsteigen und wegfliegen. Und ich habe ihn unabsichtlich leider mit was dem für eine Scheiße! Halt, ah ja. Ich glaube, okay, ich habe ihn. Gut, ja. Also dürfte er einfach nur K.O. geschlagen sein. Ja, der blutet schwer, also. Gott, Mann. Das sieht gut aus. Analyzing now. Stand clear. Shock advised. Lege sich ein bisschen ab, nicht dass er wegläuft. Ey, das ist nicht lustig, Chat. Die lachen sich da gerade ein. Die lachen sich da gerade den Arsch ab. Okay. Der Verletzte. Gut, kommen Sie mal bitte mit. Der Verletzte Kollege liegt da vorne. Au. Kommen Sie bitte mit. Au. Aua. Ah. Was habe ich gemacht, Lan? Die Frage ist, was war das? Was haben Sie nicht gemacht? Ja. Bruder, warum wäre ich hier vom Polizei verfolgt? Alter, ich habe Auto hier als Geschenk, habe ich hier reingestellt in Auto, es wollte mich entschuldigen, auf einmal wieder alles voll mit Polizei hier. Wir mussten das Autohaus jetzt räumen, es könnte eine Bombe oder ähnliches drin sein. Sie was für Bombe, das war Geschenk, das Alter, das macht man so, das war Geschenk. Und auf einmal kommt hier wieder Hubschrauber und Flugzeug und Militär und weiß nicht was, Land. Ich habe hier Geschenk gemacht, es ist kein Bombe drin. Wir können es nicht wissen. Ja, Pech. Schlecht gelaufen. Lasst mich doch nicht mal ausreden, ihr fragt mich doch nicht mal. Oh ja, das wird alles beim PD gemacht, keine Sorge. Ja. Weißt du, werd hier behandelt wie Schwerverbrecher. Ich gehe jetzt zum Friseurladen. Meine Seiten sind schon wieder auf Null.
Ey, ich brauch mal wieder Seiten auf Null. Kommen Sie Seiten raus. Seiten auf Null. Raus! Seiten auf Null! Schaut mir! Schauen Sie, sag's hier nicht doch ein letztes Mal. Ja. Pack ihn mal. Ich will mein Seiten auf Null haben. Nein, nicht! Mein Seiten! Die hat noch nicht rasiert. Ich werde hier behandelt wie Schwerverbrecher. Was soll das? So, Sie sind bleiben jetzt da stehen. Wo ist ich habe gerade meinen Mieter bezahlt. Sie sind zu zweit. Sie ich habe keinen Kollegen. Ich habe keinen Kollegen. Sucht am Dach, vielleicht findet ihr ihn. Schaut nach, der ist auch so ein Schornstein. Ich gehe jetzt zum Friseur meinen Seiten machen. Warum darf ich meinen Seiten nicht so fresh machen wie der Officer hier? Was ist das? Das ist gegen das Grundgesetz. So, Andy, you sag mal, was ist denn da los? Was du Arsch. Ich wollte meinen Seiten auf Null machen. Wir haben ja den zweiten Flüchtling. Ihr seid so korrupt. Ihr seid so korrupt, Alter. So korrupt. Ich wollte nur Geschenk Autohaus machen. Boah, das ist geiles Auto. 107! 107! Das ist das richtige Auto. Da bleibe ich drin, da übernachte ich. Das ist mein Wagen hier, 107. 107! Und du guck nicht so, Steve, du Kasper. Wir bringen ihn ins Revier, oder? 107! Was bringen Sie das? Ja. Warten Sie, bringen Sie nicht alleine zurück. 107. Warten Sie. Der zweite ist Kollege, das im Cadillac. Kollege, fahren Sie bitte zusammen mit ihm aufs Revier. Also fahren Sie hinterher. Was humpelt der so? Er braucht mal wieder eine Runde Schlaf. Meine Mama sagt immer, Schlaf ist gut für alles. 107! Liegt irgendwo auf dem Dach, ziemlich sicher. 107 ist die Gang. Brauchen Sie noch einmal Hilfe? Ja, ich bin gerade ein bisschen umgeknickt. Hätten Sie vielleicht ein bisschen Salbe oder sowas für mich? Warum humpelt der so weit wie so ein Kasper? Ich bin gleich eine Schiene. Ich bin vom Dach gesprungen und ich lebe noch. Was ist mit dir, Lan? Ja, Sie wurden wiederbelebt. Deswegen leben Sie wieder. Oh, perfekt. Dankeschön. Still alive. Oder kurz davor gewesen. 107, das ist, weil ich 107 bin. So wie das Polizeiauto hier. Was geht ab hier? Ja. Jo. Off. Was 107. Da? Ey, Doktor, bist der Beste. Danke, Kuss geht raus, Bruder. Bitte, bitte. Kennen Sie schon die neue Hitparade, Bruder? Nee, kenn ich nicht. Recht. Kennen Sie nicht hier? Ich zeig Ihnen mal was. Sie ist ein Düsseldorfer Girl, so mit langen blonden Haaren Andi, und Augen, die unglaublich sind. Sie ist ein Düsseldorfer Girl, so ein richtig süßer Zahn. Ihr Lächeln macht die Sonne blind. Ja, so ein Düsseldorfer Girl, der hat einen in dein Herz. Der gibt mal wieder richtig Gas. Ja, so ein Düsseldorfer Girl. Sag alles himmelwärts, da geht es einfach nur um Spaß. Platz 1 hier auf der Hütte. Ja, wunderschön. Und ich flieg wie ein Flieger, bin so stark. Stark wie ein Tiger und so groß wie eine Giraffe, so hoch. Ja, wunderschön. Wunderschön. Sollten vielleicht ihre Kriminelle... Ich singe ein Lied für die und dann fragst du mich. Willst mit mir tanzen gehen? Ich glaube, ich stehe auf die. Ich singe ein Lied für die und hab die Stern da all gesehen. Ich hab mich verknallt in die. Ich hab ein Engel gesehen über die Straßen gehen. Die hat so lieb gelacht. In einer Samstag... Nacht. Alles in Ordnung.
Always look on the bright side of life. Sie sollten vielleicht mal Sänger werden und nicht hier. Always look on anstellen. The bright side of life. So, einmal bitte hier in die Zelle rein. Just before you draw your terminal ray. Oh, danke schön. Können Sie mir noch schnell Ihren Personalausweis zeigen? Mein Bruder, meine Hände sind mir wortwörtlich gebunden. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich mach sie schnell los. So. Regel Nummer 1, das macht man draußen von der Zelle. Ich könnte dich da drin jetzt boxen, aber mache ich nicht, weil ich gehe mich jetzt waschen, Bruder. Ich kann sie ja nicht dadurch die Fesseln losmachen. Muss ich rein. So. Ich kann... Also kurz Ihren Personalausweis noch und dann... Oder ich habe da gerade ein Problem. Ja? Weißt du was, Lan? Funktioniert's nicht. Ja. Ich habe gerade vergessen, bei mir auf Sprung auf Beton habe ich vergessen, in meinem Gehirn, wie ich öffne. Weißt du, was ich meine? Ach, ich weiß nicht, wie ich meine Hand in meine Hosentasche bewege, um Ausweis rauszuholen. Okay. Ja gut, dann machen wir's so schnell. Ich heiße einfach MacFish. Merken Sie sich den Namen. Okay, alles klar. Jawohl. Ja, schon wieder im Häfen, Alter. Eine Scheiße. Beste Rapper. Ich hoffe, ich habe dem gerade so scheußliches Zeug da zusammengesungen. Oh Gott. Gott, war das gerade schrecklich. Ich habe gerade selber Ohrenbluten. So, ich gehe jetzt nach Hause. Das Lustige ist nämlich, ich fange zum Singen an und direkt 200 Zuschauer weniger. Das, Leute, das war es an der Stelle mal wieder. Komplett. Das war's komplett, Leute. Das heißt, daraus schließe ich einfach, dass die 200 Leute aufgegangen sind, weil ich zu gut bin. Oder, Leute? Was meint ihr? Ehrliche Meinung. Lass dafür schon mal ein Like da. Ja, jetzt wieder ins Mal. You know that I'm passing. All these boys, I'm waxing. My flow got them collapsing. I've been sitting back and forth. You can call it in. I spit and flow like a cancer. Some call it a sickness. And I got all the answers. Baby, come and get it. Yeah, she says she's a dancer. Wants me as a... Mann, wieso hat da kein Smart offen? Dann nass daran, schreibt dich sing gut. Boah. Ich habe schon viele Dinge in meinem Leben gehört. Außer das. Die Mods sind mir treuer. Deswegen kriegen sie auch AMG. Jetzt da mit dem Blaster. Weil das ist einfach so balsam für die Seele. Einfach mal wieder so viel Scheiße bauen als 1-7er. Das ist einfach so balsam. Gefällt's euch auch? Gefällt euch der Stream? Stimmt, das Pfeifen habe ich drauf. Leute, gefällt euch der Streamer heute wieder so auf übertriebene 107er Art? Was meint ihr, Leute? Einmal zum RP-Alltag mal wieder sowas. Eben das nächste Mal als Straßenmusiker. Ne, jetzt singe ich nicht mehr, jetzt sind meine Stimmbänder kaputt. Nochmal hier. Weil ich habe in den Kommentarsektionen habe ich reingeschrieben, ihr solltet mal was wünschen. Und dann habe alle 107 geschrieben, habe ich das mal gemacht. Ich hoffe, ihr hattet was zum Lachen, Leute. Das ist das Wichtigste. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen was zu lachen. Ich als richtiger Habub. Und an alle, die mein RP von mir gewohnt sind, das war heute eine Ausnahme. Grüße gehen raus an Craftermai. Heute ist mal wieder ein bisschen... Ich muss heute wieder mal mein Andl-Moment raushängen lassen. Ich kann nicht immer ernst spielen. Ich muss heute wieder mal Scheiße bauen. Das gehört einfach dazu. Das Düsseldorfer Lied hast du. Das ist aber... Das ist mega.
Und der liebe Marcel Hartwig natürlich auch dabei, der Ehrenmann. Er hat über 150 Euro rausgehauen. Mehr sogar, ne, 200 Euro. Marcel Hartwig hat heute 200 Euro gespendet. Du bist der Beste. Vielen, vielen Dank nochmal, lieber Marcel. Bist du hier noch im Chat, Marcel? Wenn du mich hörst, ganz, ganz liebe Grüße und ganz, ganz viel Liebe, Nohomo. Danke. Und VIP hat er auch noch gegönnt. Danke, danke, danke. Das stelle ich jetzt vor die Tür des Autos. Okay, jetzt reicht's einmal mit dem Autohaus. Jetzt kommt der Chef noch. Pascal Wetzorke, danke schön fürs VIP werden. Danke, 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 danke. Herzlich willkommen. Das für ein Flexer. Flex ihn weg. Ich müsste jetzt einen Königseck holen und einfach rüberflexen. Crafter, weil du wirst noch RP bekommen bei mir. Nur nicht heute. Heute ist Scheiße bauen mit mehreren Leuten. Leute sind noch an. 20 Leute, Ehrenmann. Ne, das Auto stelle ich jetzt nicht mehr rein. Was haben die eigentlich mit meinem Auto vorhin gemacht? Ich kann den ja nicht abstellen. Was läuft da noch? Ich habe den Motor abgeschaltet. Jetzt aber. So viele neue Abos hier. Wie viele Abos haben wir heute dazu gemacht? Ja, abnormal. Der Habub kommt gut an, habe ich das Gefühl. Mein 107er. Scheiße, der ist nicht mehr in der Garage. Nein, Mann. Weißt du was? Ich fahre mit dem da drüber. Ich hol mein BMW. Nee, ich töte keinen. RDM ist verboten, Leute. Vor allem nicht Felix. Ich habe heute eine Undercover-Rolle, ne Spaß. Bin halt Gangster, aber Felix töte ich nicht. Töte keinen ohne Grund, Leute. Aber RDM, ich kann Fail erbähen, indem ich Scheiße baue und Leute nerv. Ja, aber ich töte keinen random. Mach ich nicht. Das ist ehrenlos, Leute. Aber ich könnte ihn in den Platten stechen. Ich hole jetzt wieder meinen BMW. Ein 2009er Baujahr. Nagelneu hier. Keine Kilometer drauf. 107. Und jeder weiß, 107 Streams sind absolut übertrieben. Na Leute. Weiß jeder und deswegen... Stimmt, der BMW war beim Filmstudio. Ja, die haben den sicher dort abgeschleppt. Da stand ja da jetzt schon... Ich war ja ein paar Jährchen jetzt im Gefängnis. Den wieder durch den Blitz. Den flexe ich jetzt aber weg hier. Was ist los mit dem Land? Aber der da flext? Komm jetzt mit BMW. Komm jetzt mit bayerischer Mistwagen. Der hingefahren Land. Hä? Wo ist der hin? Auf einmal war er weg. So eine Arschgeige. Ich frage mich gerade echt, ob er mich da mit Absicht ausgesperrt hat oder ob er das unabsichtlich gemacht hat, der Pisser. Das frage ich mich gerade richtig. Das war gerade. Die Aktion da, die war richtig scheiße. Ganz ehrenhaft, dass er mich gerettet oder retten wollte, aber das ging in die Hose. Er hat es nämlich nicht gebacken bekommen, da 10 Sekunden lang die Tür aufzusperren. Das war richtig ehrenlos. Ey, Kenai, beruhig dich. Ruhiges jetzt. War mal so unauffällig vorbei und mach hier einen Ghetto-Drift. Das war halt so scheiße. Ich wollte nämlich wirklich flüchten, das wäre noch geil gewesen. Aber ich meine, ich denke mir, er hätte entweder, es war wirklich unabsichtlich oder er wollte mich einfach scheiße schlecht pranken. Da ist der Flex.
Hotline, die ihr da habt. Da ist der Flexer. Ist ja gerade ein Polizist. Sag mal, bist du? Bist du gerade Polizisten reingefahren oder was, Lan? Ich mach dich Heckmeck. Redest du mit mir oder was? Nee, mit dem neben dir. Was ist das für ein Auto, Lan? Was ist das für ein Auto, Bruder? R34. Was ist los, Lan? Was ist los? Ich hab grad die Cops aufgemischt. Sag mal, was war das gerade für eine Scheiße hier vorhin? Die Scheiße ist, das Ding ging nicht auf. Ich hab vergessen, den richtigen Schlüssel zu betätigen. Also ich hab da keinen Schlüssel für gehabt. Jetzt ist das Ding nicht aufgegangen und dann, ja, Problematik, ne? Warum, Lan? Aber ich hab auf Ehrenbruderbasis für dich Heckmeck gemacht bei den Cops gerade. Ehren. Ja. Ich hab die gerade richtig abgezogen. Ehrenmann. Ich hab die zwei, drei Mal. Aber ich war so richtig am Arsch. Ich wollte noch Friseur gegen Seiten auf Null machen, haben die mich nicht lassen. Ja, Unehre. Du, ich hab den gezeigt, wo sie hingehört. Ich werd schon wieder von Polizei angehalten, aber ich fahr jetzt gerade mit 20 km/h, der kann mich nicht aufhalten. Ich halte nicht an. Ja, ja, klar. Fahr einfach weiter, kann ich nix. War einfach regelkonform jetzt durch die Stadt und nimm ihn halt mit. Gangster. Ja, ich fahr gerade nach Hause, Bruder. Ich fahr gerade nach Hause. Ah, okay. Oben in den Hills oder was? Nee, 107 fahr ich. Zur, du weißt schon. Ah, Hirsch. Ach so, 107 Haus fährst du. Ja, ja, 107. Ja, warte, ich komm auch mit. Komm rüber, ich nehm Cops ja, mit. Ja, ja. Ich nehme ihn jetzt mit. Wie ist die Troll nämlich? Was ist denn da los? Disco, Disco, Batti, Batti, Disco, Disco, Batti, Batti, Disco, Disco, Batti, ja. Batti. Grüß Sie. Fahren Sie mal rechts ran. Guckt, wie das Soundsystem pumpt. Warum schon wieder Polizei, Lan? Ich hab nichts gemacht. Schluss mit lustig, raus aus dem Fahrzeug. Raus aus dem Fahrzeug. Ich hatte laut Musik, was ist los mit dir, Lan? Ey, ich wollte gerade rechts ranfahren. Ja. Raus aus dem Fahrzeug. Was hab ich jetzt schon wieder getan, Bratan? Ich hab doch nichts gemacht. Au. Raus aus dem Fahrzeug. Ey, das ist BBS-Felge! Was ist los mit euch? Ich hab nichts gemacht. Raus aus dem Fahrzeug, sonst machen wir was. Ey, was? Au, das ist nochmal BBS-Felge gewesen, Bratan. Ich ja, hab nichts gemacht, Habub. Eine Fake-Felge. Ey, ich hab nichts, was Ende ist? Hoch. Ich hab nichts gemacht. Was ist mit los? Ich hab nichts. Was ist mit euch? Das ist schick. Au! Taser, Taser, Taser. Hängt's am fest. Sorry. Au, 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 au! Au! Was ist das, Lan? Sie sind vorläufig festgenommen. Warum? Was ist mit... Ich hab nichts gemacht. Doch, versuchter Widerstand gegen Staatsgewalt. Ich hab's probiert, mehrmals anzuhalten. Sie ich hatte laut Musik, Bruder. Ich hab doch jetzt dann angehalten. Ich hab dich erst jetzt gesehen. Dann sind sie festgenommen, weil sie mich gerade geduzt haben und weil sie die Musik zu laut hatten. Und das trotz mehrmaliger Abmahnung. Was für du? Ich hab nix, du. Und weil sie gefälschte Gucci-Badeschlapfen tragen. Die sind nicht gefälscht. Kollege, das hat aus Antalya, aus der Türkei. Letzten nix. Urlaub. Ich schwör, ich war nix Antalya. Ich weiß nix, was ihr da habt mit Antalya. Ich war nicht dort, ich schwör, aber ich hab die aus Gucci-Store. Da um die Ecke. Und dein Taser Kollege, ist Wasserspritzpistole. Mein Auto kann ich nicht mitnehmen. Dein Taser ist Wasserspritzpistole. Ja, ich fahre hinterher. Ja, ihr seid so korrupt, Alter. Ich hab nichts gemacht.
Und was ist mit dem Bra, der mich da zusammengeführt hat? In rotem Auto hier. Ich mach den gleich zu Stier. Der kriegt dann Orden. Was für Orden? Ich werd gleich zu Stier, ich lauf bei Rot. Was hab ich jetzt gemacht, Lan? Kannst du mir das mal sagen? Ich finde es gerade echt nicht lustig. Der Bruder hat hier die Seiten auf Null wie ich, Alter, und bringt mich hier in den Knast oder was? Kannst gleich mit reingehen hier. Was ist das? Kannst schön die Seife aufheben, ja. Was für Seife aufheben? Aus dem Knast, ja. Ja, was für Seife aufheben? Ihr seid korrupt, Alter. Was soll das? Ich habe nichts gemacht. Rote Ampel überfahren, ja. Aber sonst? Ich werde hier behandelt wie Schwerverbrecher. Ich habe meine Strafe abgesessen. Jetzt bin ich schon wieder hier. Keine Sorge. Was mache ich jetzt schon wieder hier? Ich sitze hier schon wieder auf Beifahrersitz hinten und was mache ich? Und schaue hier ins Gitter rein. Denn langsam schmeckt's echt nicht mehr gut hier, die Scheiße. Weißt du, was ich meine? Mhm. Wollen Sie einen Rekord aufstellen? Kann das sein? Was für Rekord, Bruder? Ich habe nichts gemacht jetzt hier. Ja, ich glaube, Sie wollen einen Rekord aufstellen. Ach, hast du doch eine Ahnung, Mann. 107. Ja, 0815. Ich hab nichts. Ich werde hier behandelt wie Schwerverbrecher. Ich kooperiere mit euch, Alter. Ihr. Was soll das? Ihr schießt auf mich. Auf Reifen. Ja, kooperieren, jo. Ja, ich bin doch ausgestiegen, Bruder. Was ist das? Jetzt bin ich schon wieder hier, oder was? Arbeiter, bleib gleich. Ey, kann ich jetzt hier Zelle reinigen oder was? Ja, gebt mir mal hier, nehmt mir mal hier so, das mitten, ab hier. Mit dem Rücken. Scheiße. Ja, komm, jetzt nehmt mir mal ab. Leute, hier. Wenn ihr wollt, ihr könnt beide ruhig zum Autohaus fahren. Ich kümmere mich. Alles klar. Gern. Mal alles dieses, klar. Ich lass, nehmt, ey, nehmt mich mit zum Autohaus. Wenn's einen erwischt, macht ihn fertig. Nehmt's mich mit, ja, das scheiß Kuka, Auto. Wer ist bei Autohaus Chef, Alter? Wer ist dort Chef? Weiß nicht, aber wir nehmen jetzt alle fest. Alles. Wir haben sich die Falschen angelegt. Wir sind die größte Gang von Los Angeles. L.A. Ja. Nimm mir mal hier den Kartoffelsack hier hinten ab, ey. Fiat. Ja, so geht das. Nichts durchsuchen. Ich hab nichts für dich. Fiat? Ich hab nichts für dich. Ich hab keine Erbsen. Oder willst du, was willst du haben hier? Linsen oder was? Zu Silvester bringt mir viel Geld, ne? Kannst du gebrauchen. Ja. Na, weil ich guck meine Kette an aus Vollgold. Ja? Ah! Voll Gold. Aber ich frag dich jetzt nochmal hier, Bruder. Was habe ich verbrochen, Lan? Ich habe nur rote Ampel überfahren. Seit wann komme ich dann in den Knast, ja, Bruder? Es gab eine Verfolgungsjagd mit Ihnen. Sie haben sich der Anhaltung entzogen, wieder versuchte Widerstand gegen Verfolgungsjagd mit 20 km/h, Bruder. Was ich hatte, Musik an. Kennst du Krusen? Ja. Also kennen Sie einen Besen? Ja, du, Bruder. Okay, dann guck mal, wenn ich dich hier umdrehe, packe ich dich unten bei Schuh, Alter, und tauche dich ein hier im Kanister mit deinen Haaren, Alter. Packe ich dich hier ein und dann, wenn ich dich hier umdrehe und dann hier in den Ding rein. Alter, habe ich das jetzt echt verdient, dass ich hier eingesperrt wäre? Und normal, Hater würden sagen, ja. Aber ich habe eigentlich, ja gut, okay, ich hab die Verfolgungsjagd ein bisschen länger gezogen, als sollte. Also Verfolgungsjagd, okay, bin ein paar Gassen weitergefahren. Aber ich glaube, die hatten einfach schon mega Grant auf mich. Eieiei, was da los? Und wieder krieg nur ich die Scheiße. Nee, die Polizei macht keinen Fehler, B, Leute. Will ich eben nicht im Chat lesen. Die Polizei macht einfach das, was sie für richtig halten. Und das ist mich in den Knast setzen, weil ich sie ihnen am Arsch gehe. So schaut's aus. 10 Dislikes, das waren die Cops. Ich glaube, die Polizei ist einfach mega angepisst von mir, weil sie alle 5 Minuten mit mir zu tun haben.
Das nächste Mal als Cop nehme ich das ganze Autohaus auseinander. Aber ich habe jetzt wirklich nichts Schlimmes gemacht. Also zumindest, ich hätte gerecht gefunden, einfach Strafe geben. Also Knüllchen. Ich bin über 3 rote Ampeln oder 2 gefahren. Reifen. Always look on the bright side of life. Die können nicht ohne mich, ja, sehe ich auch so. Jetzt muss ich hier den Müll wegmachen. Ja, ich sehe es wie Crafter May. Es war kein Fail, es war, aber ich kann es verstehen, man kann sagen, okay, weil ich in letzter Zeit so viel Scheiße gebaut hat, einfach weil sie einfach so angepisst waren. Okay, Mikkel, der Mod wird gleich müde, auch sorry, ja, ich beende sie gleich. Ich hatte heute einfach nur so viel Spaß. Ich hatte einfach mega Spaß. Ich hoffe, das hat mir angesehen. Deswegen, Alter, wie lange ist es? 3 Stunden 26, holy shit, Bro. Kacke. Und ich bin schon wieder hier an der Kacke. Dann kann ich jetzt hier noch das alles hier wegmachen. Ah. Scheiße. Wir haben ja eingebuchtet hier für so einen Kack. Es haben gerade alle mitgepfiffen. Warte, singen wir nochmal. Always look on the bright side of life. So. Die Arbeit gemacht und den Besen darf ich mitnehmen als Proviant jetzt, oder wie? Ist ja geil. Da habe ich den Besen mitgenommen. Bruder. Da hinten ist ein Golfcaddy, das gehe ich jetzt klauen. Aber ich werde den Stream jetzt auch beenden, Leute. Weil ich werde heute noch mit Kurt am Server arbeiten. Wie ich sehe im Chat, der ist jetzt nämlich offline. Weil, war offen. Mach noch kurz einen Speedcheck mit dem Ding. Kann man das schneller fahren? Mach schneller. Ne, ich werde noch ein paar Sachen am Server machen und dann werde ich mich noch bei den Spielern entschuldigen. Aber die wissen eh Bescheid, denke ich. So, über die Bahngleise. Yay! So muss das. Gut, ich stelle mich jetzt hier in die Pampa mit meinem Gefährt. Bleib einfach so. Gut. Und von daher würde ich jetzt sagen, Leute, wenn ihr hier neu seid auf dem Kanal, würde es mich mega freuen, wenn ihr kostenlos Channel abonniert und dann die Glocke aktiviert noch. Würde mich mega freuen. Und weil ich gesehen habe, irgendwie 70% meiner Zuschauer sind keine Abonnenten. Also Leute, so nicht, gell? Deswegen lasst mal gerne ein Abo da und lasst auch gerne ein Like da. Folgt mir auf Instagram, heißt der O'Neill Official und kommt auf meinen Discord. Link ist in der Beschreibung. Und Leute, schreibt mir den besten Flachwitz, den ihr kennt, in die Kommentare. Den lese ich am Anfang des nächsten Streams, lese ich den dann vor. Da habe ich Schluck auf. Wasser. So. Gut, Leute. Dann würde ich mal sagen, ich fange jetzt dann mal zum... Ich werde noch schnell den langsamen Modus hier reinmachen. Also den ultra langsamen, den ultra, ultra, ultra langsamen. Blatt. Alter. Der Stream war heute, das war der Hammer. Das hat so Spaß gemacht. War echt grandios. Grandios war das heute. Ich hoffe, euch hat es natürlich auch gefallen. Ich schaue mir danach die Stream-Resonanz an. Kann ich ja davon ausgehen. So. Und wer jetzt gegrüßt werden will, Leute, der schreibt das jetzt in den Chat. Oder wer mir eine Frage stellen will, der kann das natürlich auch gerne in den Chat hinschreiben. Jetzt auf Ehrenbruder. Immer sagen. Fangen jetzt mal an zu grüßen. Na? So. Was ist 12 cm lang und macht Menschen dick? Richtig, ein Duplo.
Gut, Dunkler SK grüße ich, Zockerbrots Katze grüße ich. Bist der beste YouTuber, den ich kenne, deine Videos sind die besten. Vielen lieben Dank. Hauptsache Zockerbrot als Profilbild. Eimer! Nee, sorry, Spaß. Grüße gehen raus. Corinna Braune grüße ich. Heiße Mia, liebe Mia, Grüße gehen raus. Für uns Handschuhfach 123. Kommst du Discord, schreibt er. Heute nicht mehr. Also ich werde jetzt noch nachher, habe ich noch versprochen, mit Wundi kurz talken oder halt mit dem ganzen Team und dann werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen am Server werkeln. Ich komme mal, ich glaube, ich habe mit Chemical ausgemacht. Ich glaube, morgen mache ich bei mir am Discord mal so ein bisschen Community Talk. Also bei mir am Discord komme ich einmal die Woche vorbei und rede mit der Community. Öffentlichen Channel. Also für eine halbe Stunde oder so. Oder wir zocken eine Runde Scribble oder so. Mache ich wirklich. Was hat ein Mann ohne Beine? Erdnüsse. Der ist gut. Der war geil. Der war echt gut. Anna Nienhaus grüße ich. Justin Magic Boy grüße ich. Eugene TV grüße ich. Und den Freund Colin. Thomas Lucky grüße ich. Tommy the Gamer 4 grüße ich. Bin Louis Doy grüße ich. Mika grüße ich. Louis der 107 Boy grüße ich. Alina 107 und die Melissa grüße ich. Dann Louis Köppen grüße ich. Lukas Nendwig grüße ich. Armin Arsch grüße ich. Vicky grüße ich. Mikey grüße ich. Justin Boulder grüße ich. Mats Steinmetz grüße ich. King Max Giga 107 grüße ich. Wann kommt wieder Minecraft? Solange wir am Server arbeiten, wahrscheinlich nicht. So, weil wir so viel. Der Server kostet wirklich sehr, sehr viel Zeit, Leute. Und wir strecken da wirklich unser ganzes Herzblut. Iguin grüße ich. Fabi Kappi grüße ich. Stefanie Hechtel und die Bea grüße ich. Clemens Eisert grüße ich. War ich denn jetzt? Uff. So. Mann da. Irgendwo waren wir, genau. Shadow Gamer grüße ich. Dann Leon Brandes grüße ich. Yannick 1 grüße ich. Mate Hermann grüße ich. David Jureit grüße ich. Nudel grüße ich. Markus Maurer grüße ich. Wie Lambo Lol grüße ich. Dino Hasic. Fragt euch mal winken kann. Kommt am Ende. Billy P grüße ich. Ich mach kurz. Schau mal, ich grüße dich. Hallo. So. Dann. Ralf Gündling grüße ich. Dann Lorna. Oder Flora Baraglia. Fischi Fisch grüße ich. Nordmods grüße ich. Fragt Andel, hast du einen Merch? Nein, habe ich nicht. Ich werde vielleicht mal einen machen. By the way, Leute, Fun Fact, ich habe gerade ein T-Shirt von mir an. Hat mir Wundi mal zum Geburtstag geschenkt. Das ist ein richtig geiles T-Shirt. Das könnte ich mir als Merch auch vorstellen. Aber ich habe da noch nichts damit zu tun, weil mein Gedanke bei YouTube ist, es ist ein Hobby und ich will da jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, viel Geld damit machen. Wobei heute im Stream über 200 Euro. Uff, Bruder. FC 10405 grüße ich und danke an die ganzen, an Marcel Hartwig, ne, für die Spenden. Ehrenmann, vielen, vielen Dank. Ne. Ganz im Herzen kommt das. Leon 107 grüße ich, Stefan grüße ich, Mercedes AMG Bratan grüße ich, Anni Schindler grüße ich, Raffaela grüße ich, Raffaela 0307, Lobby TV grüße ich, Noah Gamer grüße ich, Janice Stahl grüße ich, Hermo TV, Fritz TV Lubel grüße ich, Österreicher, schaut ihr Österreich-Burm, wo sind die Österreicher? Ehrenmann, Tolking Brook grüße ich, Danny Vortec grüße ich, Marcel Hartwigs Iced Out Rolex grüße ich. Ey, guck mal in den Spiegel, dann siehst du, wer der Witz ist. Achso, das hat dir deine Mama heute in der Früh gesagt, oder? Ja, freut mich, dass du das da mit uns teilst. So, im Chat jetzt so, shit. Der Fortnite-Bot grüße ich. Ben FCU, Walla, bis gleich, Bruder. Ja, Bruder, was los? Lara und Pascal grüße ich. Black Panther grüße ich. Sag mal zu Xion, können wir Fortnite zocken? Frage ich ihm jedes Mal. Ich frage ihn nicht jeden Tag. Aber er sagt, nee. Weiß nicht, warum der keinen Bock mehr hat drauf. Sehe ich nicht. Ist denn da los? Ich habe Tim Degenkolb grüße ich. Tim Kuschel grüße ich. Nico 107 grüße ich. Urwald grüße ich.
Was macht der Wendler beim Braten? Das Fleischwendeln. Oh Gott. Duffes Joker grüße ich. Florian Bichelmann grüße ich. Loserfan grüße ich. Titi107 grüße ich. Pascal Cool grüße ich. Und ich frage, was ist mit deiner Stimme? Du hörst dich so heiser an. Ja, 3,5 Stunden Stream. Und ein bisschen, sagen wir so, ich kann meine Stimme ein bisschen tiefer auch. Weil ich hab jetzt 3 Stunden Habub gespielt. Was da los, Lan? Oder ich komme ja hier rüber zu dir, was? Ey, was ist das hier? Also, ich bin jetzt einfach vom Stream gewohnt, ein bisschen tiefer zu reden. Darauf entspannt. Pascal Wetzorke, dankeschön. Für 2 Euro kannst du mich grüßen. Natürlich, lieber Pascal. Dankeschön. Lena Kopp grüße ich. Ist der beste Tiger. Vielen, vielen Dank. Da freue ich mich. Infinity Fire grüße ich. Muffy Gaming grüße ich. David grüße ich. Paul Brendemühl grüße ich. MVP Master grüße ich. Ich könnte sogar Kylo machen. Kylo, Digga, spinn's doch, Bruder. Excited Cobra grüße ich. Dann Tim Qual grüße ich. Eric Place grüße ich. Tanja Hornung grüße ich. Boah, wie heißt denn der? THZ Traps grüße ich. Marcel YouTube grüße ich. Luke Zepf grüße ich. Und die Schwester Jul. OG Banane OG grüße ich. Christine Münning grüße ich. Was ist rot und sitzt auf einem Baum? Ein brennender Förster. Ey Bruder, der ist aber auch wieder so. Schreibt mir die besten Flachwitze in die Kommentare. Den besten, was ich gefunden habe, den lese ich dann vor dem nächsten Stream. Downhill und Gaming grüße ich. Montana Black 88 grüße ich. Kannst du meinen Bruder grüßen? Er heißt Leander. Leander, liebe Grüße. Und an Montana Black Verschnitt. Alexander Heigl grüße ich. Arvin 115 grüße ich. Gehen wir weiter runter. Wen haben wir hier noch? Du Talent. Und war VIPs. Der Nico Killer 1 grüßt. Marcel Hartwig. Marcel ist noch da. Gerne, Andl. Auch von mir kommen die Spenden nicht ohne Grund. Vielen, vielen Dank. Der Marcel schon so lange dabei ist. Der hat schon ein Premium-Emblem. Ehrenmann. Danke, 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 lieber Marcel. Sachsengamer 18. Mit 1 Euro dabei. Grüßt mich noch. Bist ein geiler Stream. Und Gruß an die Mods. Sachsengamer 18, vielen, vielen Dank für 1 Euro. Liebe Grüße an die Mods, an Undi, Gina, Chemical, Ben und Alina. Dankeschön, dass ihr heute auch dabei wart. Colin Jones grüße ich, YouTuber grüße ich, Betsy Trasher grüße ich. Ich grüße jetzt noch die letzten 15 Leute. Benny Baumann grüße ich, Danny Schmidt grüße ich, Noah Bulkus grüße ich, Marcel Lee grüße ich, Effi Zimmermann grüße ich, Arthur Herold. Das ist eine Melodie von All Time Low. Sebastian 107 ist die Gang, grüße ich. Dominik Späte grüße ich. Ghostwurst grüße ich. ML Patron grüße ich. Big Checker TV grüße ich. Mirto Bang grüße ich. Polar Boy grüße ich. S05 Daniel grüße ich noch. Lukas 205 grüße ich. Und It's That Set grüße ich noch. Haben wir noch VIPs. Ludell und Rocky grüße ich noch. Pascal Wetzorke haben wir schon. Grüße gehen raus nochmal. David N. grüße ich noch. Vielen Dank. So Leute, damit würde ich sagen, beende ich den Stream für heute. Wir sehen uns im nächsten Livestream und vergesst nicht, mir gute Witze in die Kommentare zu schreiben. Gut, ich werde dann auch namentlich erwähnt. Ne? Ja gut. Gut Leute, ich wünsche euch noch was, einen schönen Abend und haut rein. You know that I'm passing all Andy. These boys I'm waxing my flow got them collapsing I've been setting records for you can call it cancer spitting flow like a cancer some call it a sickness and I got all the answers baby come and get it yeah she said she's a dancer once he is a ciao.